Hallöchen, guten Abend zusammen. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Haben wir den nicht Spinne da? Der weiß, wofür er da ist. Also nicht nur, aber auch. Nämlich. absolut zuverlässig, der Mann. Sehr gut. Danke. Sound passt. Also Musik hört man auch ein bisschen. Weil das war jetzt wirklich ganz so von, wie soll ich sagen, von schnell nach kurz. Nee, das sagt man nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. So ganz. Und ich habe vergessen, als ich gedrückt habe, dass ich die Lautstärke ein bisschen raufschrauben sollte. Dann habe ich den Fehler gemacht, mittendrin beim Vorlauf sozusagen, habe ich ein bisschen lauter gestellt. Ich hoffe, da hat es keinen irgendwie vom Stuhl gefegt, hoffe ich mal. So, wie gesagt, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir spielen Wreckfest, ich freue mich drauf. Das wird wieder ein fröhliches Geramme, Geschupfe, Gefluche, Gemache, Getue wahrscheinlich. Ich hatte heute noch was Interessantes, also ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist, aber für mich war es interessant. Mein Roller war kaputt, also kaputt, ich habe es ja, glaube ich, erzählt am Samstag? Oder wann habe ich gestreamt? Ne, am Sonntag habe ich noch gestreamt. Der Tacho hat nicht funktioniert und daraus resultierend auch die Dingens nicht. Die Kilometer. Der Kilometerzähler. Das stand auch still und der hintere Reifen war flöten. Also der war schon durch, hat der Händler, also der Reparateur gesagt. Und dann habe ich einen Ersatzroller gekriegt. Genau das gleiche Modell, aber mit so einem Luftschutz vorne dran. Und das war irgendwie ganz cool, so mit diesem Luftschutz, weil damit kannst du tatsächlich mit 100 rumbrettern, also eigentlich mit 80, weil das ist eine 80er Strecke, aber ich habe es mal versucht so. Und da sitzt er halt wie im Auto drin, dachte ich zuerst. Ja, und dann sage ich das meiner Tochter, die mitgefahren ist, und die sagt, ja, und wo bleibt dann das Motorradfahren? Und da dachte ich, ja, hat eigentlich recht, also weil das ist wirklich fast schon wie in einem Auto drin gewesen. Und ich dachte mir halt ein Momentchen, jetzt, ich möchte ja wieder streamen mit dem Roller, also IRL Streams machen mit Harry zusammen, da habe ich jetzt schon mal was, dass er vielleicht sogar ein eigenes Motorrad dann hat, da habe ich was angeleiert. Und dann dachte ich, ja, das wäre auch noch gut, weil dann sind die Windgeräusche ein bisschen weg, wenn ich da fahre und hier das Handy habe und dann damit streame. Ja, das Blöde ist nur, das ist irgendwie so ein blödes Plexiglas. Und das ist natürlich dann mit der Zeit, ist das verkratzt und wahrscheinlich auch schmutzig. Gut, das könnte man noch wegwaschen, aber das Verkratzte. Das heißt, ich würde dann sozusagen streamen durch das verkratzte Plexiglas durch, raus. Ich denke, das ist auch wieder Käse. Also dann lieber den Sound, den wir halt haben. Es geht ja, oder es ging ja zumindest. Was? Auch ein weißer Ersatzroller in Bezug auf die Polizeistory. Ja, allen Ernstes auch ein weißer. Ich habe sogar die Nummer angeguckt. Das ist eine komplett andere Nummer. Also mich hält mit dem Ding können sie mich nicht anhalten, weil das sind nicht die beiden letzten Stellen die gleichen, beziehungsweise bis auf die letzten beiden Stellen die gleichen Zahlen. Also die Geschichte ist hoffentlich relativ einmalig, hoffe ich, die ich da erlebt habe. Wann war denn das? Am Sonntag war das nämlich, genau. Heidi, ein bisschen, habe ich später nochmal gedacht. Also das ist schon, aber irgendwie, sie haben ja schon recht gehabt, also dass sie mich halt rausnehmen. Weil du kannst ja einen Roller klauen, und dann machst du einfach eine andere Nummer ran. Das heißt ja nicht, wie soll ich sagen, wenn die ranfahren, die Nummer da dran ist, dass der Roller mir gehört. Der kann ja trotzdem geklaut sein mit einer Nummer, die du auch geklaut hast zum Beispiel. Deswegen haben sie mich wahrscheinlich rausgenommen. Und vielleicht habe ich, weiß auch nicht, ich hätte vielleicht nicht irgendwie Hallo sagen sollen, sondern guten Tag, Herr Wachmeister, ich weiß auch nicht. Aber ich war leicht überrascht halt. Ich meine, er hat auch Hallo gesagt. Er hat die Scheibe runter und Hallo. Und ich gucke den Polizisten an und sage auch Hallo. Ja, also so schlimm war es dann wahrscheinlich doch nicht, hoffe ich mal. Gut, sagen wir mal guten Abend an die ganze Gesellschaft. Der Herr Lepando, Hallöchen, salü. Immer noch viel zu laut. FI-Zerstörer, Hallöchen. Moin, ach, übrigens, danke noch an den Marco Huhu Giringelli für den Resub im 11. Monat. Wow. Einen Monat noch, dann hast du ein Jahr. Stream ich denn jetzt echt schon wieder ein Jahr auf Twitch? Nein, doch. Was haben wir denn jetzt? April. Habe ich im April angefangen? Nö. Nö. Aber ich habe davor natürlich auf Twitch schon mal gestreamt. Wird das übernommen? Wahrscheinlich ja. Dann hast du mal 3 Monate, dann habe ich wieder auf YouTube gestreamt. Dann warst du natürlich nicht Abonnent, nehme ich an. Und wahrscheinlich wird es dann, wenn du halt dann wieder dazukommst, wird das dann wahrscheinlich als 4. Monat gewertet. Dann macht das schon Sinn. Oder du hast geschummelt. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Also, der FI-Zerstörer, mein heißer Chat, heute gibt es wieder in BeamNG, ich meine Wreckfest, wieder Zerstörung, ich mag Zerstörung. Ja, da bist in guter Gesellschaft, die mögen wir alle, sonst würden wir nicht Wreckfest spielen. Ich mag Zerstörung auch, primär bezogen, ja, auf Spiele. Ich bin froh, wenn ich in der Realität relativ wenig Zerstörung habe, weil wir haben eine Katze. Ja, wisst ihr, was die zerstört hat? Ich stehe zwar alleine da mit meiner Meinung. Den Fernseher, kein Scherz. Also wie gesagt, ich stehe alleine da mit der Meinung. Die anderen sagen, der ist aus Altersschwäche gestorben. Finde ich schwierig, wenn der Fernseher knapp 2 Jahre alt ist. Also die sterben nach 2 Jahren noch nicht an Altersschwäche, die Fernseher.
Nee, der Punkt ist, das Ding stand halt auf dem, ja, auf so einem, ja, wie sagt man dem, auf dem Kasten halt, auf einem schönen Kasten oben. Und die Katze ist da auf dem Fernseher raufgesprungen und runter. Und dadurch, dass sie runtergesprungen ist, hat sie natürlich so eine Federung, also so nach hinten gefedert. Und ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Aber das Ding ist halt zapp, einmal runter und hat dann aber noch funktioniert. Und ich weiß noch, ich habe noch gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn das irgendwie in der Woche zwei, den, also wenn der Fernseher in der Woche zwei den Geist aufgibt. Weil das kann eigentlich nicht sein, dass so ein neumodisches Gerät tatsächlich so einen Sturz überlebt. Weil das war schon, weiß auch nicht, ein Meter Höhe plus minus. Ja, und jetzt irgendwie vor zwei, drei Tagen schwarz, da geht gar nichts mehr. Mhm. Also so viel zum Thema Zerstörung. Müsste nicht sein. Das Glück ist, das war tatsächlich ein relativ günstiger Fernseher. Das war so eine Aktion irgendwie. Ich habe für, was war denn das für eine Größe? Also der war riesig. Das war ein Riesenfernseher. Zumindest für meine Verhältnisse. Ich komme aus Zeiten, wo die Fernseher irgendwie so, keine Ahnung, diesen hier gehabt haben. Aber der hat, glaube ich, 400 Franken gekostet. Das ist noch zu verkraften. Also wenn das jetzt ein teures Gerät gewesen wäre, dann... Ja, dann hätte er es auch verkraftet. Was willst du machen? Du kannst ja nicht die Katze irgendwie. Also kannst du schon, sollst du aber nicht. Und meine Tochter würde mich töten, wenn ich der Katze auch noch ein Haar krümme. Aber ich könnte es auch nicht. Also ich habe zwar geflucht mit ihr, auch wenn ich nicht sicher war, ob sie Schuld hat, aber ich dachte, ich fluche jetzt einfach mal auf Verdacht. Das muss ja auch erlaubt sein. Aber bringt halt nichts. Die guckt dich an, macht Miau und dann denkst du, ach komm. Ja, nee, die macht es ja nicht mit Absicht. Aber ich weiß, warum die hier nicht rein darf. Also das wurde mir wieder bestätigt, dass hier tatsächlich keine junge Katze rein muss. Weil hier stehen überall Sachen, die tatsächlich auch von einem gewissen Wert sind. Und wenn es nur Musikboxen sind und wenn die runtergetreten werden von dem Tier, dann trete ich, glaube ich, tatsächlich zurück. Nein, würde ich nicht. Ich mache Katzen, ich kann Katzen nicht, was irgendwie geht nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Also hier ist einfach zu viel Zeug drin. Ja, was schade wäre, wenn es kaputt geht. Also schade ging ja noch eben. Das hat natürlich auch einen gewissen Wert. Allein die ganzen Schallplatten hier. Nee, hier ist Katze. Nein, hier drin. Nö. So, Jubo, guten Abend. Hallöchen. Dann der Heider 65. Hallo, guten Abend. Salü, salü. Die Brigitte. Einen fröhlichen Gruß ins ferne Niederösterreich. Das gleiche natürlich auch für den lieben Arni. Hallöchen. Ich schließe mal aus eurer pünktlichen Erscheinung sozusagen, dass ihr wieder Strom habt. Also ihr hattet ja am Sonntag schon wieder Strom, sonst hätte der Arni nicht so, ja, tatsächlich gut fahren können bei F1. Im Gegensatz zum Heisi, der ist nicht so toll. Doch, gefahren bin ich eigentlich gut. Die blöden Reifen. Das war noch witzig, ich bin nachher noch ins Beach gegangen, um irgendwie, glaube ich, PUBG zu spielen. Oder habe ich was anderes gemacht, weiß auch nicht mehr. Auf alle Fälle waren da noch Leute, die da auch zugeguckt haben. Und die haben alle gesagt, zwei Runden vor Schluss an die Box Reifen wechseln. Nee. Hätten sie auch nicht gemacht. Ich habe es auch nicht gemacht und dafür habe ich die Quittung bekommen. Statt dass ich dann 9. oder 10. wurde, wurde ich mit, ja, gar nichts mehr. Ich bin ja noch ausgeschieden. Ich bin auch in die Wand rein mit den blöden Reifen. Das war echt, das war ein Rennen. Von vorn bis hinten zugeregnet, das Ganze. Ein Elend, anders kann man es gar nicht sagen. Aber der Arni, stark auf die 9 bist du, glaube ich, gekommen. Oder bist du auf die 10 gekommen. Irgendwie, du hattest am Schluss ja auch noch was. Da war Arni zuerst ein bisschen säuerlich, weil er dachte, es sei jemand gewesen, ich nenne jetzt keinen Namen, der da rücksichtslos reingefahren wäre. Und dann haben wir aber rausgefunden, das war wieder so eine Geschichte, Formel 1, dieser Patch halt, der das Ganze asynchron gemacht hat oder desync-mäßig irgendwie das Ganze gemacht hat, weil der gute Mann, der Arni gerammt hat, der war auf seinem Bildschirm, das konnten wir prüfen, der war ganz woanders. Also der war nicht mal in der Nähe. Also kann er ihn auch nicht gerammt haben, aber Arni wurde gerammt. Also das ist halt... Ich hoffe, die patchen das nochmal. Zum Glück spielen wir heute nicht Formel 1, sondern Wreckfest, weil Formel 1, die brauchen erstmal nochmal ein Patch, sage ich, bevor da irgendwie wieder vernünftig gefahren werden kann. Es gab eben noch andere Geschichten, auch von Leuten, die irgendwie, ich weiß auch nicht, auch irgendwie eine Kollision hatten mit Leuten, die da gar nicht waren. Also das ist irgendwie dann halt schon leicht merkwürdig. Und das ist natürlich Käse, weil du regst dich dann auf über einen und der war ja meilenweit entfernt, der konnte gar nichts dafür. Also schon nicht ideal. So, dann haben wir den Herrn Ispine, ich habe ich schon begrüßt. Danke nochmal für die Info wegen dem Sound. Servus Heisi und Chat, heute ist Scrabble-Tag. Scrabble. Was ist gleich nochmal Scrabble? Ich kenne Scrubble, ne, das ist was anderes. Scrabble. Habe ich nicht Scrabble schon mal gespielt? Scrabble ist doch dieses, nee, doch. Nee, keine Ahnung. Ich müsste mal die Videobeschreibung durchsuchen bei YouTube. Da müsste, wenn ich Scrabble eingebe, ob dann ein Stream kommt, den ich mal gemacht habe. Hieß das Scrabble? Das mit diesen Worten, die man da irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine. Irgendwie, du zeichnest halt irgendwas und dann müssen die anderen erraten, was es ist. Ist das nicht Scrabble? Nee, das ist nicht Scrabble.
Falls jemand weiß, was Krebel ist, schreib's mal hier in den Chat rein, dann bin ich auch informiert. Marco Giringelli, hu nochmal. Schönen guten Abend. Dann der Fabtendo, salü, salü. Der Herr Gelle, guten Abend, Herr Gelle. Dann die liebe Lena, guten Abend, liebe Lena. Hallöchen. Der Arni, den hatten wir schon. Bitte heute ein Rennen ohne Regen. Das müsste zu machen sein. Gibt's bei Rackfest Regen? Nein. Gibt's, glaube ich, tatsächlich nicht. Die haben kein Wetter drin. Und sonst hat's keinen Einfluss, weil Rackfest ist halt definitiv ein Arcade-Titel. Im Gegensatz zu Formel 1, das ist definitiv eine Simulation. Arni, ich hoffe halt einfach, dass wir jetzt den Regen durchhaben bei F1. Also, dass das irgendwie so ein Algorithmus ist, der dann für ein Rennen meinetwegen über die ganze Saison von vorn bis hinten Regen sozusagen generiert und ansonsten den Regen ein bisschen beiseite lässt. Vielleicht mal wieder irgendwo mittendrin, das kann sein. Es ist allerdings auch lästig. Also, wenn du halt mittendrin Regen hast und dann wirklich wegen dem Mist, auf Deutsch gesagt, an die Box musst, wieder grüne Reifen holen und kaum bist du draußen, scheint wieder die Sonne, kannst du wieder rein. Oder du machst es wie Arni, du fährst einmal mit den Grünen weiter. Hat er auch schon mal gemacht. Ist aber schon Weichen her. Weiß ich aber noch. Dann ihr Catfeld-Hallöchen. Musici, schon wieder durch. Ich habe irgendwie 20 Lieder in der Playlist. Wenn drei gelaufen sind, ist sie zu Ende. Erklär mir das mal einer. Gibt es da irgendwo einen Knopf, dass da alle 20 Songs? Also irgendwie, das ist ja nicht zu glauben, sowas. Daniel, Hallöchen. Guten Tag, Herr von und zu Heisi. Oh, das ist mal eine Anrede, die lasse ich mir so gefallen. Guten Tag, Frau von und Brigitte. Guten Abend, Arni, alte Hütte. Nach wieder mit dem Cabrio unterwegs gewesen. Ah ja, der Arni fährt ja Cabrio, beziehungsweise ich glaube ein Kollege von ihm war das. Habe ich mal ein Foto gesehen. Morgen auch noch und dann geht es schon wieder bergab mit den Temperaturen. Hallo, der Name ist Gelle. Geht's echt schon wieder runter mit den Temperaturen? Was haben wir denn? Mittwoch? Morgen ist Donnerstag. Ja gut, Freitag, Samstag, Sonntag streame ich. Da ist mir eigentlich relativ egal, was wir für Wetter haben. Ne, das stimmt nicht mal. Da gibt ja noch einen Nachmittag eigentlich. Da könnte man schon auch noch ein bisschen was. Weil heute mit dem Roller war ein Traum. Das war tatsächlich ein Traum. Wir hatten, weiß nicht, 19 Grad, 20 Grad um den Dreh rum. Und dann durch so einen Wald durch. Also das war halt dann auf dem Roller tatsächlich, wenn du an der Ampel stehst, war es warm. Weil du hast eine Jacke an und Handschuhe und bla bla. Da war es tatsächlich warm. Und da geht aber die Strecke geht so durch ein Wäldchen durch. Oh, und das war herrlich. Das war halt richtig, so richtig eine schöne, gute Abkühlung. Also eben nicht so, dass es kalt war, sondern einfach, das hat so richtig gut getan. Und im Wald drin ist halt eh schön mit dem Roller. Weil du riechst tatsächlich die ganzen Bäume und so weiter. Ich liebe es. Ich könnte im Prinzip den ganzen Tag durch den Wald fahren mit dem Roller. Kein Problem. Ist aber ein bisschen teuer wegen dem Benzin. Also, wobei der Roller, der braucht nicht viel Benzin, aber... Sagen wir mal so, ich merke es tatsächlich auch. Also nicht, dass mich das jetzt finanziell ruinieren würde, aber sagen wir mal so, also es ist bald doppelt so teuer wie noch vor 2 Jahren. Und das ist schon krass. Aber tja, wir wissen alle warum. Der Fabtendo gestern wieder am Bodensee Langenargen gewesen. Kenne ich auch noch Langenargen. Und heute schön draußen im Garten, auch schön. Großeltern haben einen neuen Backofen und Herd bekommen. Ja, denen geht's gut, das höre ich gern. Da der Herd auf Stufe 1 so heiß, der Herd, nicht der Herd, da der Herd auf Stufe 1 so heiß wird, wie als würde man dauernd auf Maximalstufe kochen, war auch nicht ganz toll. Ja, ist natürlich doof, das erinnert mich an das Programm mit dem Sound hier, wo ich die Lautstärke nicht vernünftig regeln kann, ist auch nicht so toll. Vielleicht der gleiche Hersteller, ich weiß nicht. Ich spinne, danke für die gut 30.000 Punkte vom Sonntag. Gerne, ich spinne. Sonst noch irgendwelche Wünsche, die ich erfüllen könnte? Ja, das war natürlich doof, weil die wärst du fast losgeworden, die 30.000 Punkte. Wenn ich da die Reifen gewechselt hätte, so wie es Teamkollege Meltanica gemacht hat, der hat es natürlich schlau gemacht. Der hat die Reifen tatsächlich gewechselt und hat dann in einer Runde, ja, der hat innerhalb von einer Runde hat er 15 bis 20 Sekunden aufgeholt. Das muss man sich mal vorstellen. Ganz krass. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir auch die Roten noch geholt. Aber das ist halt wieder hätte, hätte, hätte. Ich habe es halt nicht gewusst und falsch gemacht. Herr Garak, salü. Der Herr Garak wieder da. Dann Soundpast hatten wir. Herr Argent, salü. Guten Abend, Argent, hallöchen. Und Carinthia und ich spinne. Achso, da hatten wir nochmal das mit dem weißen Ersatzroller. Bezug auf die Polizeistory. Er war tatsächlich weiß, der Roller, den er mir gegeben hat. Ich hätte eigentlich fast noch gesagt, dass er mir den schwarzen geben. Den hätte er auch noch gehabt. Aber irgendwie dachte ich dann, ach, come on. Weil wenn ich da wieder an die gleiche Polizeikarre rankomme, du weißt nie, ob die sich dann nicht einen Scherz draus machen und mich nochmal rausziehen. DJ Culture, hallöchen, salü. Und der Herr Luciandra, unser Host, heute natürlich wieder. Salü, Lucy, hallöchen, hallöchen.
Und besten Dank mal fürs immer fleißige Dasein und fürs immer fleißige Hosen. Und fürs gute Hosen. Aber das muss ich nicht mal explizit sagen, weil, also das ist schon sensationell. Der Lucian, der mal sagt, wart schnell. Dann wartet er schnell. Also ja, klar, aber andere schreiben dann, warum? Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt einfach unkompliziert und wirklich gut. Muss man wirklich mal sagen. Für mich war es heute nicht so lustig, mit dem Auto rückwärts an einen Pfeiler gefahren. Oh nö, Stoßstange, das Plastik hat jetzt eine Delle. Ah, Arni, in einem Parkhaus oder wo hast du das geschafft? Weil das kenne ich auch, das habe ich auch schon mal geschafft. Im Parkhaus drin, halt neben der Säule parkiert, eingestiegen, nicht geguckt und so rückwärts rausgefahren. Schon die Biege gemacht, weil ich nach da weg wollte. Da war der Pfeiler im Weg. Das wurde auch relativ teuer. Hässlich. Und ich kenne jemanden, den Herrn Lumbi. Den kennt ihr vielleicht auch mittlerweile aus Erzählungen. Der gute Mann, der im Volleyball-Video dabei war. Der hat sogar geschafft, dass er sein Auto geradezu aufgebockt hat an so einem Pfeiler. Also der ist halt nicht langsam hinten raus, der Depp. Darf ich sagen, der Depp? Ja, er guckt wahrscheinlich nicht zu und sonst... Ich darf ihm das sagen, das ist kein Problem. Aber auf alle Fälle viel zu schnell hinten raus, wollte so auch weg und ist dann mit voller Wucht in den Pfeiler rein und hat ihm das Auto so hochgestellt. Also er hat gesagt, das hintere Rad war vom Boden weg. Musste auch erstmal noch hinkriegen. Der kann froh sein, dass er nicht einen Totalschaden verursacht hat. Wenn du dir da irgendwie die Achse oder so verbiegst, dann ist Feierabend. Dann kannst du irgendwie, keine Ahnung, ja, dann kannst du den Abschleppdienst holen wahrscheinlich. Aber im Endeffekt, Arni, wenn man sowas hat, sei froh, ist dir nichts passiert. Also war ja wahrscheinlich auch nicht so schlimm, aber es ärgert einen natürlich, das ist ganz klar. Mich hat es damals auch sehr geärgert, weil das ist wieder Geld, das du ausgeben musst für nichts. Einfach für irgendwelchen Blödsinn, der vorher noch ganz war, weil man nicht aufgepasst hat. Ich habe einen Röhrenfernseher von der Uroma, also können Fernseher auch sehr lange halten. Ja, ich spinne, das sind halt tatsächlich eben alte Fernseher, die halten natürlich lange. Das ist nicht ein Gerücht, dass alte Sachen länger halten als neue. Weil die neuen Sachen werden so produziert, dass du irgendwann wieder etwas Neues kaufst, weil sonst geht es nicht auf. Und früher so ein Röhrenfernseher, den hat man halt für die Ewigkeit gebaut. Also das ist, ich habe, was haben wir jetzt, 22? Ich glaube bis irgendwie 17 oder 18 hatte ich auch noch einen Röhrenfernseher. Den habe ich auch noch relativ oft benutzt tatsächlich. Und der würde wahrscheinlich heute noch laufen, aber irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf dieses kleine Bild. Und das ist natürlich ein Röhrenfernseher, ist kein HD, das ist eine ganz normale Auflösung. Und dann hat man halt einen neuen, neuen gekauft, weil die tatsächlich auch nichts mehr kosten. Also eben diese 400 Franken, die ich da investiert habe, für den Fernseher, der jetzt der Katze zum Opfer gefallen ist, möchte ich nochmal betonen, eben nicht allzu teuer. Wir lernen daraus, wenn bei einem Regenrennen in F1 das DRS aktiviert wird, dann sofort in die Box zum Reifenwechsel, sonst fliegen die einem um die Ohren. Richtig, Gelle. Definitiv. Also spätestens, wenn DRS aktiviert wird. Vielleicht sogar schon, wenn Jeff halt sagt, es ist es möglich. Und vor allem, was ich meine, das hätte ich so gewusst. Das hätte ich auch so gemacht. Aber was ich tatsächlich gelernt habe dabei, ist, auch wenn es nur noch zwei Runden sind, mach's. Also selbst diese zwei Runden, weil du kannst mit den Grünen, wenn es dann trocken ist, das geht nicht, du kommst nicht um die Kurven rum. Habe ich ja, ich bin deswegen dann ausgeschieden, weil ich nicht mehr um die Kurve rumgekommen bin und dann die Wand reingebrettert bin. Also ich würde sogar das Ganze, was der Gelle geschrieben hat, noch ein bisschen weiterspielen dahingehend. Klar, andere Reifen holen, unabhängig davon, in welcher Runde du gerade bist. Gut, wenn du natürlich jetzt 300 Meter vom Ziel bist und die Box ist 500 Meter vom Ziel, würde ich auch nicht mehr rein. Aber sagen wir mal so, also... Selbst für eine Runde, je nachdem, würde ich noch rein. Wenn man gesehen hat, was der Meltanica aufgeholt hat, 15 bis 20 Sekunden, das ist ungefähr das, was du da in der Box hast oder verlierst. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Das ist halt schwierig. Das könnte man wahrscheinlich sogar ausrechnen, ob sich das ausgeht. Ich nehme an, in der Realität werden sie das ausrechnen. Da hast du an der Box Leute, die das ausrechnen und dann wirst du einen Chef haben. Der kann auch Max heißen, das ist ja dann egal. Der dir das dann via Funk durchgibt, wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Der Fabtendo wieder mit einem Aufsatz. Heiliges. Ja, dann bin ich auch bei deiner Meinung mit dem TV, aber wäre der nicht runtergefallen, wäre bei Frau Huhu und deiner Tochter, denn heutzutage werden die Dinger so gebaut, dass sie gerade so die Garantiezeit. Ja, ist genau, was ich gesagt habe. Und kurz danach putt gehen, Reparaturen unnötig teuer machen. Ja, das sollte man eh nicht. Nicht bei Geräten, die so schnell kaputt gehen. Und man einen neuen kaufen muss, weil die angeblich doch Reparaturen nicht... Ja, klar. Nee, macht man eh nicht. Das Beste ist hier im Interdiscount. Das ist für die Leute, die nicht in der Schweiz wohnen. Das ist so ein Elektronikhandel, der gehört dem Coop, einer großen Warenkette.
wenn du da reingehst und du kaufst einen Drucker für 80 Franken, die kosten ja auch nichts mehr, die Teile, die Tinte ist entsprechend teuer. Du wirst allerdings gefragt, ob du noch irgendwie eine dreijährige Garantie drauf haben willst. Die würde dich nochmal etwa 80 Franken kosten. Auf ein Gerät, was 80 Franken kostet. Also du kommst billiger weg, wenn das nach einem Jahr kaputt geht und du dir ein neues kaufst. Dann hast du nämlich wieder ein neues und nicht eins, das ein Jahr alt ist. Also diese Frage, ich habe den mal geärgert bei, was war das? Ich glaube bei einem Controller oder sowas, was ich gekauft habe. Habe ich mich hingestellt, dann hat er gefragt, wollen Sie bar zahlen? Habe ich gesagt, nee, ich zahle mit Karte. Und da habe ich aber gesagt, ich bezahle mit Karte und nein, ich möchte auch nicht eine dreijährige Garantieverlängerung. Der hat mich angeguckt, also hat nicht viel gefehlt, der hätte mich gefressen. Das fand er eben überhaupt nicht lustig. Dafür der Mann hinter mir, der musste lachen. Weil offensichtlich hat sich's rumgesprochen, dass die immer so einen Käse fragen. Scribble und das mit mehr Umfang ist Gartikphone. Aha, eben. Und was ist Scrabble? Ah, Scrabble kommt. Scrabble ist laut der bunten Suchmaschine. Moment, ich muss mal gucken, ich bin noch am Render nebenher. Scrabble ist laut der bunten Suchmaschine ein Spiel für 2 bis 4 Personen, bei dem mit je einem Buchstaben bedruckte Spielsteine nach bestimmten Regeln zu Wörtern zusammengelegt werden. Ach, kenne ich. Ja, das legt man dann so. Ja, doch, das kenne ich tatsächlich. Daniel, danke für die Vorhersage, für Starten. Wir machen mal nochmal, ob ich Vierter werde in einem Rennen. Wenn ich jetzt heute tatsächlich wieder Vierter werde oder vielleicht sogar zweimal Vierter werde, das ist nicht gesagt, ich weiß es nicht, dann würde ich sagen, beim nächsten Stream machen wir dann halt mal eine 3 draus. Also sprich, eine Umfrage, ob ich unter die ersten 3 komme. Zum Glück gibt es diesen Desink-Käse in Wreckfest nicht. Ja, ich will mir das nicht vorstellen, wie es mit diesen Desinks in Monza werden soll. Ja, falls verstöre, ich gehe halt schon davon aus, die werden das noch fixen. Also die wissen ja, dass da irgendwie was nicht stimmt. Die haben ja, ich hätte fast gesagt, die haben ja sonst nichts zu tun. Stimmt so wahrscheinlich nicht. Aber im Endeffekt ist das ihr Spiel und sie verkaufen das als Multiplayer-Spiel und dann muss es auch funktionieren, behaupte ich. Also müssen die das nochmal patchen, bis es halt funktioniert. Ja, aber auf Platz 7 und dann hat mich Simon beim Überrunden gerammt. Hab mich aber nicht gesehen, trotzdem blöd, für mich wurde dann 10. Ach, Arnie, okay. Ach, dann ist das aber keine Desync-Geschichte gewesen in dem Fall. Sondern halt einfach ein Rennunfall. Ja, blöd, wenn er dich halt nicht gesehen hat. Würde ich jetzt aber Simon trotzdem sagen, also wenn du natürlich blaue Flaggen hast, musst du darauf achten, dass du einen hinter dir hast. Aber das ist jetzt wieder so Besserwisser-Zeugs. Also von daher, ja eben, das sind halt Rennen, da passiert halt ab und zu mal was. Startet die Playlist am Anfang des Streams bei den untersten 4? Ja? Nein, sicher nicht. Nein. Dann würde es stimmen. Nee, die startet zu oberst. Nee, nix, Kollege. Auto ohne Dach ist unser. Ah, okay. Mit Dach war uns zu teuer. Okay, Arnie. Clever. Cool und clever. Ach, schön. Ja, dann habt ihr ein Cabrio. Cool. Harry hatte auch eins. Nee, hatte. Hat Harry noch einen? Weiß gar nicht. Ich müsste Harry mal fragen, ob er noch ein Cabrio hat. Der fährt immer mit so einer alten Schachtel rum. Das ist so sein, ich fahre nicht in den Urlaub, sondern ich fahre irgendwie zur Arbeit und in die Kneipe damit. Gamer, danke für den Follow. Aber ich dachte, der hätte auch mal, also er hat mal ein Cabrio gehabt. Ich weiß nicht, ob er es noch hat. Ja, natürlich eine schöne Sache. Aber ich bleibe beim Roller. Ich finde den Roller genial. Habe ich schon mal gesagt. Mir geht es primär darum, mit dem Roller kann ich nicht zu schnell fahren. Also der fährt schon auch 120, aber das ist ja halt keine Rennmaschine. Ich komme nicht in Versuchung, irgendwie in eine Kurve rein mit 100, weil das geht mit dem Teil nicht. Du kannst da nicht in die Kurve liegen wie mit einer Rennmaschine, weil da gibt es noch einen Ständer hinten, der kommt dann auf den Boden. Also das geht alles nicht. Und das ist gut. Weil ich weiß genau, dass ich es irgendwann mal testen würde, wie schnell das Ding ist. Und wenn du dich dann hinlegst, dann ist es schwierig. Also von daher hat das alles seine Richtigkeit, dass der Heisi einen Roller hat. Und jetzt funktioniert er ja auch wieder. Zum Glück. Schönen guten Abend, Heisi, Hallöchen, Andi, salü. Hui, noch geschafft. Ja, hattest du Stress? Oh je, ja, du weißt ja sonst eben, also das Spiel selber, das geht nie vor 8:45 los. Oder selten. Ich habe unfassbar einen Punkt verloren, habe nur noch 70.703. Echt jetzt, F1-Zerstörer? Und du hast einen Punkt gesetzt. Bei 70.703 Punkten. Ja. Darf ich mal fragen, wie du auf die 70.000 gekommen bist? Also gewonnen hast du die nicht, weil wenn du einen Punkt setzt, weiß ich, was kriegst du da raus, wenn du gewinnst? Wahrscheinlich 2 oder 3. Ja, das ist,
Das scheint ein bisschen ein sparsamer Mensch zu sein, der F1-Zerstörer. Kann das sein? SpeedTB, Hallöchen, guten Abend. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich hoffe, dir gefällt es ein bisschen. Und der Empel34, ebenfalls guten Abend. Salü, salü. Und der Austria 1985, den kennen wir. Guten Abend, Hallöchen. Heute wurde im Radio an das Erdbeben vor 30 Jahren in Rheinland erinnert. Aha, das ist wieder so ein Ereignis, an das sich jeder, der es miterlebt hat, noch ganz genau erinnern kann. Ich wollte gerade sagen, sagt mir nichts, aber ich wohne natürlich nicht im Rheinland. Ja, ja, das ist klar. Das sind so, es gibt so Ereignisse im Leben, wo du genau weißt, wo du in dem Moment warst. Also nicht Ereignisse, die dich selber betreffen. Also wenn irgendjemand stirbt, dann stehst du wahrscheinlich im Krankenhaus. Also jemand nahestehend bist du wahrscheinlich im Krankenhaus. So meine ich es nicht. Sondern das, SpeedTV, danke für den Riesab im zweiten Monat. Besten Dank. Danke für die Unterstützung. Ich meine halt so Sachen wie zum Beispiel, als die Space Shuttle explodiert ist. Das muss 1986 oder so gewesen sein. Ich weiß noch genau, dass ich beim Bahnhof hinten runtergelaufen bin und Leute, die mir entgegenkamen, gesagt hat, dass das Ding in die Luft geflogen ist. Das ist schon krass. Das sind halt daneben wirklich ganz spezielle Sachen, die du dir merken. Oder 9-11. Da, ich bin fast überzeugt, jeder, der 9-11 miterlebt hat, weiß noch, was er gemacht hat, also das erfahren hat. Das ist einfach, das merkst du dir halt, weil es besondere Sachen sind. Und wenn du dann ein Erdbeben gehabt hast in Rheinland, erinnerst du dich daran natürlich auch. Gab es da irgendwie Tote? Oder soll ich da nicht fragen? Weil mir sagt das wirklich gar nichts. Ein Erdbeben vor 30 Jahren in Rheinland sagt mir gar nichts. Rohan TV, salü. Guten Abend, Rohan, mein Guter. Dann, das hatten wir. Auto eindellen und Kratzer im Parkhaus einjagen. Wundert mich nicht, wenn sogar moderne Parkhäuser für Autos aus 1990 gebaut wurden, als die meisten noch Trabium, VW Käfer oder Ente gefahren sind. Ja, na gut, du kannst ja den Parkhäusern keinen Vorwurf machen, wenn du halt rückwärts rausfährst und da den Pfeiler mitnimmst. Also da kann das Parkhaus nichts dafür. Ich denke mal, Parkhäuser werden so gebaut, dass sie statisch funktionieren. Und da gehört halt ein Pfeiler dann wahrscheinlich auch irgendwie dazu. Das lässt sich irgendwie nicht vermeiden, dass man da Pfeiler hinsetzt. Nico 3, salü, hallöchen. Ach, der Herr Hellreiter. Good evening, mein liebes Michael im Kubik. Salü, salü. Ganz langsam, Herr Eisenberg. Röhrenfernseher hatte ich sogar noch bis 2015 oder so. Ja, siehst du, F1-Zerstörer. Eben, ich sogar 2-3 Jahre länger. Also eben irgendwie 2017 oder so. Aber mir wurde es tatsächlich zu blöd, die Fußballspiele auf so einem kleinen Bildschirm zu gucken in nicht HD. Wie heißt denn nicht HD? Halt normal Röhrenfernsehqualität. Es müssten irgendwie 640 x 480 gewesen sein. Und als ich dann zum ersten Mal halt irgendwie, ich glaube, im Laden war es, wirklich einen HD-Fernseher gesehen, habe so ein Flachbildschirm, bla bla bla. Und dort lief gerade ein Fußballspiel. Da wusste ich, das Ding muss ich haben. Weil das war ganz ein anderes Zugucken. Du hast sogar die Nummern erkannt. Du hast sogar die Spieler erkannt, die Gesichter. Da sagt jetzt jeder, wahrscheinlich, ja klar, erkennst du die. Ja, guck mal auf so einen kleinen Röhrenfernseher mit so einem Bild, ein Fußballspiel, und versuch zu erkennen, wer da spielt. Nee, also du findest nicht raus, wer da am Ball ist. Du bist immer komplett auf den Kommentator angewiesen. Und deswegen habe ich mir dann einen neuen geholt. War beim Friedhof so ein blöder Absperrpfeiler, ca. 80 cm hoch. Ja, auch so wie du beim Ausparken rückwärts erwischt. Das Ding ist aus Aluminium und du siehst es vom Auto aus nicht. Ja, Arni, ich hatte genau das gleiche auch schon mal. Das mit dem Parkhaus hatte ich. Und bei Harry zu Hause hat es Garageneinfahrten gehabt, da wo er aufgewachsen ist. Der wohnt jetzt natürlich nicht mehr da. Garageneinfahrten und da war auch so ein Mäuerchen, so leicht erhöht. 50 cm, ich weiß es nicht. Und da bin ich auch mal rückwärts, genau gleich rein, weil ich habe es nicht gesehen. Rückwärts gefahren, geguckt, ja, da ist die Garage, da kommt keiner. Rums rein und dann habe ich mir hinten eine Riesendelle reingefräst. Aber das war mir egal, weil das war mein erstes Auto. Ein gelber Opel Kadett für 2300 Franken. Und der fuhr, ja, 1,5 Jahre und dann ist er irgendwie auseinandergefallen. Der hatte aber auch, was hatte der, 150.000 Kilometer, als ich den gekauft habe. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Und das Ding lief nur noch 100. Das war auch cool. Ich bin mit Haribal nach Dortmund gefahren, in die Nähe von Dortmund, eine Freundin besuchen. Mit diesem gelben Opel, der nur noch 100 fuhr, auf der deutschen Autobahn. Könnt ihr euch das vorstellen? Und wir da mit 100, ja, und aufwärts noch mit 85. Und wenn es wieder runter ging mit 120.
Eieiei, das war eine Geschichte. Aber dass wir das gemacht haben, das machst du, wenn du jung bist. Irgendwie wollte ich die besuchen, da haben wir es halt gemacht. Also das würde ich definitiv nie mehr machen mit so einer Karre. Mal schauen, ob ich noch mehr als 15.000 gegen Heisi heute setze. Gegen. Ja, mach mal, ich spinne. Die letzten 2-3 Streams bin ich unter die ersten 4 gekommen, tatsächlich. Also ich müsste mich täuschen, wenn das nicht stimmt. Ja, vielleicht waren es nicht 3-4 Streams, aber es waren definitiv ein paar Streams, wo ich das hingekriegt habe. So, sag mal, wird das noch fertig heute? Okay, das wird noch eng mit Spielen, aber ich kann es ja pausieren. Weil ich rendere gerade noch die morgige Infraspace-Folge und das mittlerweile in der Hälfte. Kann das sein? Verbleibende Zeit 27 Minuten. Nee, das geht nicht. Dann musst du nachher eine Pause machen, liebes Renderprogramm. Und ich hoffe, es funktioniert. Weil oftmals ist tatsächlich bei dem Renderprogramm das Ganze so, sag mal Stimme, dass wenn ich ein Spiel starte, stürzt das Ding ab. Ich kann nicht mal mehr gleichzeitig PUBG spielen. Sag mal, PUBG spielen und rendern geht nicht. Dann stürzt mir das Renderprogramm tatsächlich ab. Unmöglich, das Ding. Rohan. Aha, jo, immer alles toppi. Das freut mich, Rohan. Wenn alles toppi ist, das klingt gut. Ich bin mir zu 100% sicher, Heisi wird dann mal kommen, was wolle. Vierter, weil ich mit 60.868 Heisekekse auf Ja gesetzt habe. Hui, ja, das ist eine andere Nummer als beim F1 Zerstörer. 60.000 Punkte. Du setzt mich unter Druck, Kollege. Was passiert, wenn ich jetzt nicht Vierter werde? Ja, dann sind die Punkte weg. Da kann ich eben, genau, keinen Druck machen. Ja, hast du gerade. Ja, Heisi musste noch ein bisschen was im Geschäft erledigen. Morgen kommt die neue Regio-Managerin, da muss ja alles tippitoppi sein. Aha, okay, kommt die zur Kontrolle oder fängt die da neu an? Würde ich da mal fragen. Hat eh einen schönen Job, der Andi. Darf man das sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Mediamarkt. Das wäre ein Job, den könnte ich mir auch vorstellen. Die ganze Zeit um Elektronik rum. Also das meine ich wirklich ganz ernst. Das wäre etwas, das hätte ich auch Spaß dran. Irgendwie irgendwas mit Elektronik machen. Wäre so schlecht nicht. Wir hätten einen in St. Gallen. Naja, aber ich habe ja einen Job. Also ich habe sogar zwei, wenn man es genau nimmt. Von daher einen dritten brauche ich nicht. Aber wenn dann sowas, wäre so schlecht nicht. Herr Floma, guten Abend. Salü, salü. Ich gucke einfach immer deine Streams, deswegen die 70.000 Kekse. Ja, stimmt, das läppert sich natürlich zusammen, da hast du recht. Das geht sogar relativ schnell. Ich habe letztens festgestellt, ich habe bei einem Streamer, den ich eigentlich gefühlt praktisch nie gucke. Also offensichtlich zappe ich da sozusagen immer mal rein und bleibe mal 10 Minuten und da bin ich wieder weg. Da habe ich über 100.000. Also die heißen ja normalerweise einfach Kanalpunkte, die kannst du selber umbenennen, bei uns heißen die Kekse. Da habe ich auch gestaunt. Aber der hat keine Vorhersagen. Ich kann da gar nichts machen mit den Teilen. Zumindest habe ich noch nie erlebt, dass er irgendwas vorhergesagt hätte. Pfeiler schon, aber enge Auffahrten sind schon manchmal mit den heutigen Autos Millimetermaß. Oder Parkflächen. Würde die pro Reihe einen entfernen, hätte jeder mehr Platz zum Parken. Ja, dann verdienen sie weniger. Und muss kein Mathematikstudium abschließen, um sicher rauszukommen. Ja, sagen wir mal so, ein Parkhausbetreiber geht es wahrscheinlich nicht darum, dass auch schwächere Autofahrer sicher aus dem Parkplatz kommen, sondern denen geht es darum, auf möglichst wenig Fläche möglichst viele Autos unterzubringen, weil damit verdienen die ja Geld. Das erklärt das Ganze, was du jetzt da geschrieben hast. Und ja, ich verstehe es auch. Ich meine, das sind Firmen, die wollen Geld verdienen und so verdienen die halt ihr Geld. Also das ist im Prinzip ganz klar. Aber was mich viel mehr ärgert, ist tatsächlich, wenn ich in die Stadt fahre und dann steht einer mit zwei Rädern zur Hälfte noch in einem leeren Parkfeld drin, weil er einfach zu doof ist, irgendwie da richtig reinzufahren. Weil dann, der fehlt dann halt einfach ein Parkplatz und du kannst sicher sein, dass es sonst keinen hat. Und du genau den eigentlich gerne gehabt hättest. Das ist viel mühsamer, weil das ist dann wirklich etwas, was die Leute selber machen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass so einer nicht gut Auto fährt, dem ist es einfach egal. Das ist einfach ein Egoist, so einer. Ich hätte fast gesagt, ja, weil ich weiß beim einen, wer es ist. Weil der parkiert die ganze Zeit so. Den kenne ich tatsächlich. Wenn ich den mal wieder treffe, werde ich es ihm mal sagen. Weil das, bei dem ist das chronisch. Also der parkiert immer irgendwie in der Mitte. Also wenn du zwei Parkfelder hast, steht der mit zwei Rädern da und mit zwei in da. Ich weiß nicht, was den reitet. Das gibt's doch nicht. Ich denke halt einfach, es ist ihm egal. Weil er steht ja. Eigentlich müsste der
Ja gut, wenn die Polizei das sieht, kriegt er eh eine Buße, weil das darfst du nicht. Ich wollte gerade sagen, dem müsstest du eigentlich zwei Parktickets verkaufen. Oder er müsste zumindest zweimal lösen für beide Parkfelder. So, kann es sein, dass der Stream gerade irgendwie leckt? Oder ist das nur bei mir so? Also die Bitrate ist okay. Aber irgendwas sehe ich, dass dort geladen wird. Stream ich überhaupt noch? Doch, ich bin schon noch da. Doch, es wird geschrieben. Wohl zwei Leute, die durch Trümmer ums Leben gekommen sind. Wait. Bad Hair Day, das muss irgendwie hier wieder gerichtet werden. So, jetzt. Wohl zwei Leute, die durch Trümmer ums Leben gekommen sind und ein Toter mit Herzinfarkt wurde auf den Stress nach dem Beben zugeschrieben. 40 Verletzte, das Zentrum war in Roermond in den Niederlanden, direkt an der Grenze zu Deutschland. Danke für die Info, Gelle. Sagt mir halt tatsächlich nichts, aber es ist natürlich tragisch, wenn da tatsächlich Leute umgekommen sind. Vor allem einer durch einen Herzinfarkt ist natürlich auch Käse, definitiv. Wir haben hier halt gar keine Erdbeben. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind mal, also ein Erdbeben, das ist fast schon übertrieben, aber irgendwie hieß es sogar, dass in der Nacht die Erde bebt, weil irgendwo im Kanton Graubünden irgendwie ein Erdbeben ist und dass das bis hierhin strahlt. Irgendwie sowas. Und da haben sie sogar, glaube ich, die Uhrzeit vorhergesagt. Und ich weiß nicht mehr, war ich wach oder bin ich geweckt worden? Auf alle Fälle habe ich wirklich gesehen, wie auf meinem Nachttisch der Wecker wieder gewackelt hat. Das ging 5 Sekunden so um den Dreh rum. Aber das hat mir auch schon irgendwie einen kleinen Schreck eingejagt. Weil du halt plötzlich feststellst, so felsenfest gebaut oder wie soll ich sagen, so felsenfest ist die Welt dann doch nicht. Aber sonst, eben, ich meine, ich wohne hervorragend. Ihr wahrscheinlich auch. Ich meine das ganz speziell dahingehend, keine Vulkane, keine Erdbeben, Überschwemmungen, wenn dann weiter unten, weil wir wohnen hier 30 Meter über Meer, also über Seehöhe. Was gibt es noch für Umweltkatastrophen? Irgendwas vergesse ich. Tsunami auf dem Bodensee wird schwierig. Ja, keine Ahnung. Also wir sind halt hier tatsächlich vor irgendwelchen markanten Wettereinflüssen gefeit. Orkan gibt es auch nicht. Tornado gibt es auch nicht. Seid ich fast langweilig. Hier kann es mal ordentlich stürmen, wenn so ein Sturm über den See zieht. Also das merkst du dann auch. Dann musst du die Sachen reinräumen auf dem Balkon, weil sonst fliegen dir die Sachen um die Ohren. Also das ist dann schon auch möglich. Freue mich auf Samstag. GRG, Team. Ja, ich auch. Was haben wir Samstag? PUBG. Genau, stimmt. Falls das jemand nicht mitgekriegt hat. Am Freitag ist Transport Fever 2 auf YouTube ein Stream. Und zwar mit dem Update inklusive. Am Samstag ist PUBG hier auf Twitch. Community-Turnier. Und am Sonntag ist hier ganz normal wieder Formel 1. Vielleicht dann mit einer gepatchten Version. Da wäre ich noch relativ froh. Nicht nur ich wahrscheinlich. Die kommt zum Vorstellen und Kontrollieren. Aha, okay. Gut, dass du das weißt, Andi. Blöd wäre, wenn sie sagt, sie kommt zum Vorstellen und dann heimlich kontrolliert. Wobei, das weiß man dann ja. Ja, der Andi macht doch eine gute Falle. Das wird alles gut laufen, da bin ich fast überzeugt. Interdiscount ist super. Teilweise günstiger als in Österreich. Nur immer das Problem, wie man es günstig über die Grenze bekommt. Ja, das Problem kennen wir in die andere Richtung auch. Weil bei euch ist, glaube ich, das Fleisch massiv günstiger, oder? Ja doch, ich glaube das Fleisch. Da ist einiges günstiger in Österreich. Ich wohne ja auch im Prinzip direkt. Also direkt an der Grenze nicht, aber von hier nach Österreich 15 Autominuten vielleicht, 20, so um den Dreh rum. Nach Deutschland auch 20. Also das ist ja halt wirklich genau das Dreiländereck. Von daher, ich bin da auch schnell im Ausland. Glauben dir die Amerikaner nie. Ich hatte früher relativ oft mit Amerikanern zu tun, musiktechnisch, weil ich ja auch in einer Band bin. Beziehungsweise das war eine andere Band, das ist aber egal. Und wenn du mit denen gespielt hast und mal ins Reden gekommen bist und dann gesagt hast, ja eben, so, das ist Bodensee und das ist auf der einen Seite ist Deutschland, dann die Schweiz und Österreich, haben die haben es fast nicht geglaubt, dass drei Länder, also dass du irgendwo wohnen kannst, wo du in drei Länder in der Kürze kommst, weil die irgendwo aus Zentralamerika kam. Und die fahren halt drei Tage und sind immer noch in Zentralamerika. Das kennen die halt tatsächlich nicht. Ich habe dann nochmal auf 26.256 erhöht. Aha, der Spine geht fast schon all in, auch nicht schlecht. Bei dem Frosch im Hals immer wie blau lutschen. Ich habe hier diese Rollo-Dingens. Wie heißen sie? Gallery Voice. Hier, esse ich eigentlich immer vorm Stream ein, aber manchmal nützt es nichts. Ich habe halt, das Problem bei mir ist immer, ich sollte nicht zu nah an den Stream ran aufnehmen. Weil da bin ich natürlich beschäftigt mit Monologen.
schöner geht's nicht mehr, wenn du aufnimmst. Dann rede ich eine halbe Stunde, rede. Und wenn ich da zu nah dann an den Stream rankomme, das habe ich auch schon gemerkt, dann erholt sich die Stimme nicht mehr. Ideal ist für mich, um 4 Uhr fertig mit aufnehmen, dann kann ich andere Sachen machen, Thumbnails und bla, was man sonst noch alles machen muss. Und um 8 Uhr streamen, dann funktioniert die Stimme hervorragend. Aber wenn ich halt bis 7:15 aufnehme, dann hat man das dann als Ergebnis. Ein Geröchel und Geächze. Wo gab es eine Tarzan-Werbung? Stream läuft flüssig, okay. Bei mir spielt es völlig, aber ich habe halt nur das Vorschaubild aus dem Dashboard. Also das kann sein, dass das eine Macke hat. Weil ich sehe auch, eben die Bitrate ist okay, verworfene Frames habe ich auch nicht. Aber bei mir klingeln die Alarmglocken. Wenn dort tatsächlich irgendwie im Stream drin plötzlich Aussetzer sind, dann frage ich eben lieber. Bei mir läuft es besser als am Sonntag. Oh, hat jetzt am Sonntag Probleme, gell? Mit dem Stream? Ja, dann kann ich halt, ja gut, das weiß der Gelle, weiß das eh. F5 drücken, eventuell Browser wechseln. Das kann ja dann auch eben ein Twitch-Problem sein. Gut, dann nützt Browser wechseln auch nicht. Das ist klar. Gab es eine Tarzan-Werbung bei, wie heißt das Ding? Vic Blau? Ah ja, stimmt. Oi, ja genau. Stimmt, ja, da kann ich mich auch noch erinnern. Dann, das geht nicht richtig, weil er halt auch irgendwie eine Kröte im Hals hat. Dann nimmt er einen Vic Blau und nachher schreit er wieder wie ein junger Tarzan. Stimmt, die Werbung kenne ich tatsächlich auch noch. Erdrutsch von den Alpen. Ja, aber ich wohne ja nicht in den Alpen, Fratendo. Also die Alpen sind weit weg. Wenn da die Erde rutscht, interessiert mich das nicht. Also es interessiert mich vielleicht schon, weil es nicht schön ist. Aber also persönlich betrifft mich das nicht. Wir haben hier einen Hügel und hier rutscht gar nichts. Also das ist viel zu wenig abschüssig, als dass da irgendwas rutschen könnte. Von daher... Ne, hier passiert wirklich nichts. Überschwemmungen hatten wir auch schon. Die Stadt stand tatsächlich auch schon unter Wasser. Wenn zu viel Schneeschmelze ist in den Bergen, dann kommt zu viel den Rhein runter und füllt den See dann übermäßig auf. Das hatten wir auch schon. Dann hattest du Stege in der Stadt vorne. Teilweise sind sie mit Schiffen durch die Stadt durch. Sensationell. Wir hatten hier gar nichts, weil wir halt wirklich nochmal 30 Meter höher wohnen. Wir wohnen im Prinzip auf einer Aufschüttung. Unten ist der Bahnhof, der stand auch unter Wasser. Und dann geht es 30 Meter rauf und da wohnen wir. Also da kann eigentlich auch nichts passieren. Schon wieder durch die 20 Songs. Ist erstaunlich. Tatsächlich. Es gibt regelmäßig Erdbeben in Deutschland und gerade in Rheinland. Die meisten bekommen wir aber nicht mit. Ja, eben, das sind kleine. Das kann natürlich schon sein, dass wir hier auch kleine Erdbeben haben. Aber wenn du die ja nicht spürst, ja, dann stört es mich auch nicht groß tatsächlich. Ist gar mal eine starke Windhose am Bodensee. Das kann sogar sein. Ja, irgendwas war mal. An irgendwas erinnere ich mich auch. Ja, aber eben. Das ist ja auch nichts irgendwie groß Bedrohliches. Zumindest nicht, nicht Heißishose. Nein, eine Windhose. eine Heißihose gab es am Bodensee auch schon. Stimmt. Ja, wenn ich da entlang spaziere, dann haben wir da eine Heißihose. Das ist soweit richtig. Das lese ich nicht vor. Daniel. Apropos Amiland, wir schauen die Doku Trucker Babes. Da ist auch eine deutsche Truckerin und die fährt eine Tour 4000 Kilometer, während bei uns maximal Berlin-München 400 Kilometer oder so. Schon krass, die Tour in Deutschland. Maximal eine Woche und du bist durch. USA einen Monat, ja, oder länger. Und erst dann siehst du dein Haus wieder. Ja, Amerika ist sinnlos groß, das ist tatsächlich so. Wir haben sie ja mal komplett unterschätzt damals, als wir von Miami nach Key West runtergefahren sind mit dem Auto. Wir dachten, das ist ein Katzensprung, weil auf der Karte, ja, das ist, wenn du wirklich Amerika oder die Ostküste nimmst, ist das ein Katzensprung. Aber wir sind, glaube ich, 6 oder 7 Stunden gefahren. Also so viel zum Thema Katzensprung. Langsam wechseln. Ja, würde ich tatsächlich machen. Sag mal, wieso rendert denn das so lange? Das ist ja abartig. Eine Stunde 15 bei einer Folgenlänge von 20 Minuten. Aha. 20 Minuten? Ja, keine Ahnung. Ja, wir wechseln gleich. Moment. Heißt, ich war mal Zeuge eines kleinen Tornado. Ach, Andi, okay, bei euch in dem Fall. Das ist sicher noch eindrücklich, weil die Dinger, die können natürlich tatsächlich... die können was verursachen, so ein Tornado. Je größer, desto schlimmer. Das wissen die Amerikaner vor allem. Also nicht nur, aber auch in Florida unten zum Beispiel. In Österreich gibt es auch immer wieder Erdbeben, die man spürt, vor allem im Osten und Süden. Ah, okay. Ja, hier gibt es halt wirklich irgendwie, das ist eine völlig langweilige Gegend. Also hier passiert halt gar nichts. Hier fällt mal ein Baum um, wenn es windet. Und dann steht die ganze Stadt auf und schimpft. Da sind überall die Zeitungen voll.
Dieses Jahr hat aber der See von Konstanz ja aber richtig wenig Wasser. Ja, wenn man an der Mauer so schaut, 2 bis 3 Meter, unvorstellbar groß die Zahl an Liter, die fehlt. Ja, ja, klar, da fehlen aber Tausende. Ein bisschen Pause kommt mir recht, muss noch Wäsche aufhängen. Okay, Hellrider, dann nehmen wir Rücksicht auf den Hellrider und starten das Ding. Wir machen aber noch kurz eine Pause. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich eine Windhose mal gefilmt habe. Müsstest du doch mal gucken, gell? Wenn du das ja gefilmt hast, dann ist es herauszufinden wahrscheinlich. Also, wir machen eine kurze Pause. Ich werde hier das Rendern pausieren. Drück mir die Daumen, dass das nicht abstürzt, weil sonst muss ich es nochmal machen nachher. Kurze Pause, der liebe Luciandra wird entsprechend, Moment, das kommt mal hier rüber, das Passwort und den Server wieder reinschreiben in der Pause, dann können die schon mal joinen, die, ja, die jetzt schon da sind, würde ich vorschlagen. Ah, und das kann ich auch noch ändern. Machen wir hier einmal Kollege Rackfest rein. Speichern und zack. Und dann passt das. Und das hier pausiere ich nachher. Gut, also kurze Pause und danach geht's los mit Rackfest. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Und das Spiel ist auch schon am... Was macht's denn? Laden. Es lädt sich wieder ein. Hier das Spiel. Ach ja, moin, Grüße übrigens vom Bodensee. Seeadler 14, herzlich willkommen. Schöne Grüße vom Bodensee zurück. So, wen haben wir denn da? Ach, jetzt funktioniert natürlich mein Gamepad wieder nicht. Moment, das kriegen wir gewuppt. Luciandra, den Host. Dann haben wir Marflo, Carinthia, Argent, Arnie, Rohan, Nico, SpeedyB, Andreas Börner. Ach, schau an, der Herr Bigo. Hallöchen, Herr Bigo. Salü Simon. Dann Golden Gun, Garak, Austria, Hugo, Hünak, Heisi, Möb Inspektor. Ja, das sind doch einige. Das sind mehr als auch schon. Jetzt aber, bevor ich ins Labern komme, Wagen wählen. Genau. So, und zwar Draxlayer. Was ist das für eine Strecke? Hill Street Circus. Oder Circuit. Okay. Sind da Kirchenglocken im Hintergrund gewesen? Ach so, Screen wechseln. Habt ihr recht, ist auch eine Idee. Ich wechsle mal. Lässt uns zuschauen. Heiner, wenn du artig fragst, was spendest, dann reden wir nochmal darüber. Nein, sorry. Jetzt war ich wirklich so erpicht drauf, dass ich die Karre auch noch wechsle. Weil normalerweise wechsle ich den Bildschirm und denke, jetzt habe ich gemacht, was ich muss. Und dann vergesse ich die Karre. Jetzt habe ich die Karre gewählt, dafür habe ich vergessen, euch teilhaben zu lassen. Jetzt seid ihr aber drin. Ja, ihr seid dabei. Sehr gut. Warten wir noch ein Momentchen. Ne, ich würde sagen, wir starten schon mal. Ich mache mal auf bereit. Erste Strecke. Meine Zielsetzung unter die ersten vier kommen. Dann verlieren einige ein paar Punkte. Das ist mir dann egal. Andere gewinnen welche. Nico 3, danke für die 16 Beats. Cheers 16 für die Autowerkstatt. Sehr nett. Meine Karre ist gepimpt. Er ist hell. Deswegen geht's besser als auch schon, sagen wir mal, mit dem Fahren. Hallo Huhu, wir wollen auch was sehen, bitte. Ja, ihr seht doch, ich habe jetzt umgestellt. Nein, aber ihr habt natürlich recht, dass er was reinschreibt. Wenn ich das, ich sehe das ja selber nicht, was ihr seht. Würde der noch fahren vor mir? Sag mal, hier gleich mal als erstes auf die Bremse. Aber ist gut, wir starten eher hinten. Da haben wir schon Blechsalat. Oh, das ist ja, ist das nicht sogar meine Lieblingsstrecke? So ein bisschen eine Pizzeli wenigstens? Irgendwie dachte schon. Kommt jetzt drauf an, wie die weitergeht, die Strecke. Ach so, das macht hier dann den Dreher. Ja, das ist irgendwie... Doch, das ist sie schon. Also ich finde die extrem coole Strecke. Geh weg, ich muss hier fahren. Oh nein. Ich bin auf der 2. Nicht nervös werden, Herr Eisenberg. Ganz normal weiterfahren. Das ist ja der Simon vor mir. Nein, nicht schubsen, weil dann werde ich ja nicht Zweiter. Nein, nicht schubsen. So, ich jag mal den Herrn Simon, aber der ist halt auch schnell. 5 Runden. Ja, schau mal an. Bat. Haha. Jetzt aber. Ganz klein machen und im Tiefflug. Ja, sauber erwischt. Nein, Andi, nee. Und jetzt nicht wieder ein Ram. Sauber. Wisst ihr, was mühsam ist? Mich juckt's an der Nase. Ich kann jetzt nicht kratzen, das geht doch nicht. Jetzt nicht. Knapp. Da wollte er mir ins Leder, der Andi. Nicht gut erwischt, da bin ich vorher viel besser durchgekommen. Ja, das passt aber. Oh, gefährlich. Ja, so gefällt mir das. Das war doch vernünftig. Wer hat das Passwort? Sonst müssten wir es halt nochmal reinschreiben. Ich kann mich jetzt gar nicht um Passwörter kümmern. Ich versuche hier gerade Erster zu werden. Wäre das das erste Mal? Nee, aber glaube... Doch, nö, come on. Aber fast das erste Mal, glaube ich. Mitunter das erste Mal. Jetzt juckt es im Auge. Sag mal, Körper, hast du noch alle Tasten im Schrank? So, jetzt wenn ich hier auf Siegeskurs bin, kann er nicht irgendwie aber alles jucken, machen und tun. Das geht doch nicht. Oh, die blöden Körbs. Oh nö, das war natürlich jetzt ganz Käse. Ich darf die Körbs dort nicht so mitnehmen. Das geht nicht.
Da kommt Garak relativ nah ran. Ich bin tatsächlich leicht angespannt, muss ich gestehen. Ja, das war frech über die Curbs, aber das kann man wohl mal machen. Da geht er vorbei. Ärgerlich. Ja, mal gucken, ob ich ihn noch hole. Ich dachte, der Mann ist in PUBG so stark. Jetzt ist er hier tatsächlich auch so stark. Ja, aber gut erwischt. Also mit solchen Kurven, wenn ich die Kurven so fahre, dann komme ich vielleicht nochmal ran. Außer er fährt die Kurven halt noch besser. Dann komme ich nicht ran. Los, du bist schnell. Dragslayer, mach hin. Ja, das wird eng. Ja, aber ich komme vernünftig um die, den Kurs rum. Ah, da komme ich nicht mehr ran. Der ist zu schnell. Sieht man, der haut halt ab wie eine Rakete tatsächlich. Oh, jetzt hat er da aber Probleme gehabt. Los, Drexler, mach ihn. Ja, jetzt wäre doch noch schön. Oh, da kommt noch einer. Nein! Hugo, nein! Ach, come on! Ist ja wohl nicht wahr. Heiliges Radieschen. Ja, ich schweig fest. Also, das war schon okay, aber das ist natürlich ärgerlich. Aha, das ist die Strafe. Die Strafe Gottes, bin ich versucht zu sagen, aber so hoch möchte ich dann doch nicht greifen. Nein, eben, es geht darum, dass man nicht jemanden rammt, statt dass man Rennen fährt. Das hat er nicht gemacht. Er hat mich halt einfach angegriffen und ist dran vorbei. So, haben wir das Ziel? Wir haben das Ziel. Zweiter. Schade. Ich behaupte, ich hätte auch Erster werden können. Aber Gratulation an Garak. Der gewonnen hat. Das sieht aber schön aus. Garak vor Heisenberg zockt, dann der Hugo dahinter, dann Carinthia, dann Arni, dann der Bigo, Andy auf der 7, dann Speedbee, Golden Garden, Luciandra, Nico 3, Rohan, Austria, Marflo, Argent und der Möb-Inspektor da hinten. Gut gemacht, Heisi. Dankeschön. Und schon haben sich die gesetzten 2K-Punkte rentiert. Siehst du, Hellreiter? Vertraut auf Heisi, dann kriegt er auch die Punkte. Sauber, ne, war ein cooles Rennen. Aber eben ist halt auch ein bisschen so meine Lieblingsstrecke natürlich. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich würde sagen, dann können wir beim nächsten Mal, ich denke, zumindest auf die 3 gehen. Also sprich, ob ich einmal in den 4 Rennen Dritter werde oder nicht, dass wir das so machen. Gut. Ja, schade, dass mich der Garak noch erwischt hätte. Ich wäre jetzt natürlich schon gerne mal noch Erster geworden. Das muss ich zugeben. So, mal gucken, was wir als nächstes haben. Es ist ein Naturgesetz, dass sobald man was Wichtiges macht, wie zum Beispiel seinen ersten Platz verteidigen, dass dann alles juckt, was jucken kann. Sobald man die Tätigkeit beendet hat, ist es wieder weg. Stimmt, jetzt juckt es nicht mehr. Da hast du sogar recht, Paptendo. Aber merkwürdig. Also irgendwie hier hat es gejuckt und dann irgendwie hat das Auge gejuckt. Aber ist schon so. Also irgendwie normalerweise juckt nicht so viel. Ganz merkwürdig. Ist die Karre noch okay? Das ist Sand. Jetzt ist der Hellreiter beigetreten. Uff. Jetzt wird's eng. Nico 3, danke für den einen Beat. Wofür habe ich den verdient? Für den zweiten Platz? Dankeschön. Bin in der ersten Runde voll in die Mauer, dann haben mich fast alle gerammt. Ja, außer das ist die erste Runde ist sowieso halt immer relativ mühsam. Vor allem, wenn du weit vorne bist. Wenn du in der Kurve halt rausfliegst, der Rest fährt da meistens in dich rein. So, aber was ich vorher noch gemeint habe, wegen dem Rammen da. Das war völlig okay, weil er hat mich einfach gerammt, um meinen Platz zu nehmen. Also meinen Platz einzunehmen. Dann ist es okay. Das ist ja dann Wreckfest. Aber eben nicht Leute rammen, auf Teufel komm raus. Egal, was dann beim Rennen passiert, das ist eben nicht, was wir wollen. Und eigentlich auch nicht mehr haben. Oh, wo geht's denn hier lang? Ach, in die Richtung? Okay. Ich wollte gerade die andere. Carinthia, geh mir aus dem Weg. Das ist ja wieder irgendwie, das ist ja wieder eine neue Strecke. Gibt's doch nicht. Ich kenne die Strecke überhaupt nicht. Irgendwie ist dermaßen kurvig. Was ist das denn? Oh, Quersteher. Mhm. Läuft. Oh, nö. Da muss ich ja nochmal Danke sagen, tatsächlich an Madame Lena auch. Die mit mir zusammen irgendwann
im Oktober oder keine Ahnung wann das war, haben wir wirklich die Fahrzeuge mal gepinkt und seit das so ist, läuft es halt immer besser, weil halt einfach die Fahrzeuge besser sind. Allerdings, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Schusseln. Ich sollte mich aufs Rennen konzentrieren und nicht auf Danksagungen. Hugo und Austria vorne, okay. Jawohl, da sind wir am Austria vorbei. Stimmt, jetzt kann ich entspannter fahren. Das ist wirklich wahr. Der Druck ist weg. Jetzt ist die Kür sozusagen. So, der ist aber auch verdammt schnell hier, der Kollege Hugo. Aha, hat einen Dreher. Nicht mir im Weg rumstehen. Ich müsste ja mal durch. Dankeschön. Eieieiei, jetzt fängt es gleich wieder an zu jucken. Ich sehe es kaum. Ja, überhol mich mal, dann juckt es wenigstens nicht. Oh, aber schönes Duell hier. Ah, ich dachte, ich erwische ihn noch. Schade. Weil das ist klar, wenn ich ihn natürlich jetzt irgendwie hier erwischen würde, dann nutze ich das auch aus. Der Hellrider auf der 3, weil der Hellrider ist eigentlich für mich potenziell gesehen eigentlich schon der Sieger. Aber offenbar fahren wir nicht so schlecht, der Hugo und der Heisi. Jau, sehr schön, da hat er noch irgendwie was mitgenommen, was im Weg war. Ja, gut, um die Kurve rum. Hellräder, Finger weg. Ah, jetzt kommt tatsächlich der Hellräder noch daher. Mach mir das streitig. Mit seinem kleinen Flitzer. Sauber, zu früh rein. Zu früh die Kurve genommen im Prinzip, da war noch keine Kurve. Oh, nicht gut. So, ist dann langsam durch. Wie viele Runden haben wir denn hier? Es juckt überall bei mir. Weil ich wieder auf der 1 bin. Also diese These vom Fortender, die stimmt, glaube ich, tatsächlich. So, komm, fertig. Nein, 6 von 8. Ach, wie bösartig. Kann man hier nicht einfach 5 Runden machen? So für Heißes und so? Da wäre ich froh. So, Präzisionsarbeit war das gerade. Man könnte auch sagen, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich die Bande nicht mitgenommen habe. Oh, dafür hier, ganz schlecht. Oh nö, jetzt kommt der wieder. Arg! Wenn ich schon mal den Hellreiter los bin. Ich sage ja, da hätte das Rennen zu Ende sein müssen. Das ist für mich zu lang. So lange die Konzentration hochhalten, schwierig. Austria, lass mich durch, blaue Flagge. Das sind hier Überrundete tatsächlich. Das ist aber, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich irgendjemanden überrunde hier. Ja, schade. Ich dachte, es hätte Hugo da vielleicht gedreht. Denkst du? Bin immer auf der 2. Also so schlecht ist das nicht. Wo ist denn der Hugo? 4 Sekunden? Der cheatet doch. Sag mal. Zweiter, schon wieder. Heieiei, der Druck ist weg. Jawohl, der Druck ist tatsächlich weg. Nö, läuft. Cool, macht auch Spaß. So, dann haben wir dieses Mal auf Platz 1 den Hugo, auf Platz 2 den Heisi tatsächlich schon wieder, auf der 3 der Hellrider. Ich bin vor Hellrider, da stimmt doch irgendwie was nicht. Der Bigo auf der 4, auf der 5 der Arnie, dann Argent, Golden Gun, Spitibi, Carinthia, Garak, Nico 3, Rohan, Andi auf der 13, Ne auf der 12, Ne auf der 13, er hüpft hin und her, jetzt ist er auf der 12. Dann der Map-Inspektor, Marflo und der Austria 1985. Und Hellrider meint, ich bin aus der Übung. Ja,
Das ist natürlich fies. Ich übe jede Woche einmal. Immer mittwochs von 20 Uhr bis, von Viertel von 9 bis 10 Uhr. So um den Dreh rum. Hallöchen MVG, salü. Schade, Heißi, von der Siegprämie hättest du dir einen neuen Fernseher kaufen können. Ja, ich habe einen hier im Büro, der ist noch heile. Ist nur der im Wohnzimmer kaputt. Aber ist auch Käse, weil da gucken wir teilweise natürlich auch irgendwelche Sachen. Ja. Na, mal gucken. Im Moment ist dort leer. Dann ist er blöd, jetzt wieder einen neuen Fernseher kaufen, damit die Katze wieder drauf hüpft und den kaputt macht. Also wir brauchen da eine andere Lösung. Wir brauchen wahrscheinlich eine neue Wohnwand, dass du da irgendwie den Fernseher reinstellen kannst, dass die Katze gar nicht raufkommt. Das wäre eine Idee. Gut, wir haben die Arena. Das heißt, ich brauche eine neue Karre. Und das ist die Anarchie-Arena. Da kann jeder machen, was er will. Da fährt jeder für sich selber. Ich brauche... Wer war es? Der hier? Jawohl. 2600 Kilogramm. 5 Gänge. Das ist schön. Achso, ich muss nochmal zurück. Genau. Höchstgeschwindigkeit 9,8. Beschleunigung. Das ist eigentlich schon auch eine coole Karre. Definitiv. Kann ich den jetzt haben? Habe ich den jetzt? Wo ist der Heisi? Gehen wir mal gucken. Grand Duke. Ja, das ist, glaube ich, der, den ich wollte. Ja, der andere heißt Drexler. Ja, genau. Ihr braucht eine andere Katze. Ja, so kann man es auch sehen. Da hast du natürlich auch nicht Unrecht. Aber sag das mal meiner Tochter. Andere Katze. Papa tot wahrscheinlich. Nico 3, danke nochmal für den Beat. Besten Dank dafür. Nochmal in die Werkstatt. Montiert den Fernseher an die Wand. Das wäre eine Idee, genau. TV-Wand, die Wand mit Wandhalterung. Einzig gute Lösung mit Katzen. Das ist gar nicht schlecht. Ja, das wäre eine Idee. Eine Wand hätten wir. 4 Stück. Müsst ihr mal gucken. Ja, das wäre aber tatsächlich eine Idee. Das könnte man machen. Der Junge aus Singapur sagt auch mal wieder Hallöle. Ach, guck an, der Herr Urbautz. Herr Bautz, salü, mein Alter. Mein Alter, genau. Mein guter, wollte ich sagen. Mein guter Alter, so rum. Mein Alter. Schön. Wie spät hast du es gerade in Singapur? Der müsste irgendwie morgen sein oder so, oder? Irgendwie sowas. Ich kenne jetzt die Zeitverschiebung nach Singapur tatsächlich nicht. Aber es ist sind ein paar Stunden. So, bereitsetzen, genau. Habe ich immer noch die richtige Karre? Grand Duke. Das passt. Ist schon fast früh. Eben, ja, 3 Uhr nachts. Danke für die Info. Und du bist wach? Hast du irgendwie frei, oder? Also, ja, du musst ja jetzt nicht alles erzählen, aber... irgendwie 3 Uhr morgens ist man ja normalerweise jetzt auch nicht unbedingt wach. Oder guckst, oder bist du aufgestanden, um den Wreckfest-Stream zu gucken? Das würde ich persönlich natürlich sehr begrüßen. Das wäre voller Einsatz. Das fände ich cool. Figo, geh weg, sonst spiele ich mit dir nie wieder PUBG. Pfui, aus. Nicht schieben. Ura. So, die Drohung hat nicht gefruchtet, habe ich gemerkt. Interessiert die nicht. So, interessant wird das immer erst so im Laufe der Zeit hier, wenn dann die Leute tatsächlich alle völlig beschädigte Karren haben. So, rückwärts flüchten. Nein, nicht auf Nico 3. Oben? Nee. Ach, Argent. Oh, habe ich ihn zerstört? Nö. Argent ist wieder mit dem Rasenmäher unterwegs. Da kennt er nichts. Always Rasenmäher. Oh, hier kann man ja runterfallen. Ja, und geschubst werden. Tag, Andi. Ja, genau, da geht's runter. Das war fies vom Garak. Ich glaube, der hat gerade den Andi runtergeschmissen. Auch nicht die feine englische Art. Den nochmal ein bisschen schubsen. Oh nein, aber seit wann dreht sich denn meine Karre? Das hätte ich jetzt auch noch nie. Die kann sich doch gar nicht drehen. So eine schwere Karre kann doch nicht plötzlich auf dem Dach liegen. Das geht doch gar nicht. Das ist doch physikalisch und chemikalisch und geografisch gar nicht möglich. Würde ich behaupten, ganz frech. Oh, da fehlt wieder ein Zipfel. Warum kriege ich die nie so, dass sie dann irgendwie ganz weg sind? Dann holen sich wieder die anderen die Punkte. Runter hier. Ah, ja klar, ich wusste es. Wenn ich das mache, dass ich dann hinterher fliege. Ach, in Urlaub fliegt er, okay. Ja, schön. New Wales. Wo ist denn New Wales? Hat das irgendwas mit Wales zu tun? Also ein Teil von Wales? Ich weiß nicht, ich war noch nie in Wales. Ich bin zwar Nationaltrainer von Wales, zumindest bei FIFA. Aber ich war da trotzdem noch nie. Jawohl, das war mein erster Zerstörter. Sehr gut. Ich hoffe weitere Folgen.
Ja, MVG, hast du den Witz erkannt in dem Fall? Deswegen habe ich es gesagt. Genau deswegen, weil Geografie damit nicht viel zu tun hatte. Irgendwie die Arena ist halt heavy dahingehend, du musst natürlich aufpassen wie ihre, weil wenn du zu schnell bist, fährst du irgendwann hier rüber, dann bist du weg. Eine fiese Arena. Hallöchen Simon. Ui, da werden wir durchgerüttelt, schüttelt. Du bist demoliert. Okay. Ist okay, da muss ich mich wenigstens nicht mehr drehen. Ach, ein Bundesstaat im Westen Australien. Oh, da fliegt. Oh gut, von Singapur aus ist das nicht mehr ganz so weit, aber ist wahrscheinlich immer noch relativ weit. Nehme ich mal an. Das war auch nicht so clever. Eigentlich hat er mich fast abgeschossen. Na, wo sind sie? Die mit wenig Punkten bitte zu mir. Zum Beispiel Lucy. Da komme ich nicht ran. Lucy, warten. Ui, er macht lieber Unterschläge. Da ist er doch. Ah, aber er rammt mich. Das war falsch rum. Da kriege ich keine Punkte. Das ist Käse. Da liegt einer. Das war Argent. Ne, da ist Argent. Haben wir zwei mit der Rasenmähern? Oh, Hellräder. Oh, komm, ich kriege ihn. Er hat fast kein Leben mehr. Jetzt nicht irgendwo reinfahren. Fahr ein bisschen vorsichtig, Micha. Pass auf dich auf. Ja, sehr gut. Dankeschön. Das war Punkt Nummer 2. Oder Kill Nummer 2. Schnell. Weil da geht's runter. Das ist genau die Stelle. Ja, der Andi, das fällt sich jetzt auch noch schön. Nein, nicht wieder wegdrehen. Ich wollte den Andi haben. Man dreht mich immer weg von den Leuten, die ich gerne hätte. Das war der Army. Ja, stellt wieder hin. Dankeschön. Jetzt könnt ihr euch wieder in Ruhe lassen. Ich stehe wieder. Merci beaucoup. Ist das nicht nur der Argent, der hier mit dem Dings rumfährt? Ich sehe ja nicht nur Argent im Rasenmäher. Ja, jetzt wird er hier noch aufdringlich. Mit seinem kleinen komischen Gefährt, das er da hat. Ja, Blechsalat. Eieiei. Ich habe erst zwei zerstört. Ich bin irgendwo im Mittelfeld. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, bei der Arena bin ich ja irgendwie auch nie wirklich gut. Also in Rennen bin ich mittlerweile viel besser als in der Arena. Argent, lass ab. Was ist das denn? Argent, du sitzt in meinem Kofferraum. Nimm deinen Kopf aus meinem Kofferraum. Dankeschön. Ja, ja, klar. Nee, das ist klar, dass du die Feuersage jetzt nicht ändern kannst. Das wäre ja fies, weil die Leute haben ja abgestimmt. Das ist klar. Ich habe gemeint, die nächste. Vom nächsten Mittwoch. Also wenn es nächsten Mittwoch wieder ein Wreckfest-Stream gibt. Obwohl ich jetzt mal ausgehe. Dann machen wir dort tatsächlich das Ganze so, dass ich das gefragt hätte, ob ich unter die ersten drei komme. Weil jetzt bin ich in den ersten beiden Rennen Zweiter geworden, also es müsste langsam müsste tatsächlich so sein, dass ich es halbwegs irgendwie hinkriege, da gute Resultate hinzukriegen. Ich gucke da die ganze Zeit in den Chat, statt dass ich mich darauf konzentrieren würde, hier mal noch ein bisschen Rabatz zu machen. Also Rabatz, ahoi. Ja, genau, an allen vorbei rabatzt. Nein, da fahre ich doch runter. Nee. Er hier, der Sören. Das war auch zu wenig. War zwar ein schöner Schubs. Nein, Micha, das. Er hat straight ahead Kurs auf mich genommen. Oh, fahr. Das geht nicht, warum fährst du nicht? Kann der nicht am Berg anfahren? Und der andere macht da eben Selbstmord, auch nicht schlecht. Aber einmal das Loch runter. 3 Minuten noch. Oh, fast. So, Auto hingestellt. Das macht man so unter Arbeitskollegen. Der ist schon im Eimer. Den müssen wir eigentlich nicht mehr haben. Das schadet nämlich wieder nur meiner Karre. Nö, die sind alle heile. Die lassen wir. Wo sind die kaputten? Argent. Habe ich eigentlich zerstört, oder nicht? Also, wenn der doch vom Dingens runterfällt, müsste er doch eigentlich... Jetzt. Ich wollte sagen, also wenn er vom Rasenmäher runterfällt, dann deute ich das als zerstört, würde ich jetzt mal sagen. Oh, das reicht echt nicht, um Luciandra da wegzukriegen. Das war sogar mit Schmackes. Oh. Wird gemacht, Boss. Ja, gerne. Ja, wahrscheinlich werde ich dann nur Fünfter, das ist klar.
Das ist natürlich risikobehaftet. Ich weiß nicht, ob ich jede Woche so gut fahre. Das hat auch mit den Gegnern zu tun, wie gut die gerade drauf sind. Oh, den trifft man nicht, der ist viel zu klein, sag mal. Also da bin ich natürlich... Oh, lalalalalala. Da bin ich natürlich auch immer ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute irgendwie, keine Ahnung, Käse zusammenfahren. So, damit ich ein bisschen glänzen kann. Ja, das hat, glaube ich, gereicht. Das hat auch gereicht. Ja, jetzt hole ich tatsächlich nochmal auf. Ui, wo gehen die hin? Beide. Sah cool aus, im Duett. Im Duett rausgeflogen. Ja, der war schon kaputt. Schade, das ist natürlich wieder vergebene Liebesmühe. Dahingehend, dass meine Karre dann eben natürlich auch Schaden nimmt. Das ist ganz klar. Boah, aber die Karre Power, den haben jetzt gleich mal weggedreht. Kriege ich nicht. So, Michael. Michael ohne Motor. U-Turn. Oder sowas ähnliches zumindest. Ui. Okay, hierauf wäre ich besser nicht gefahren. Schnell weg. Kriege ich nicht. Oh, der Marflo. Marflo wäre ein dankbares Opfer. Ich habe zu viele riskiert. Und schon bist du draußen. So, aber wir sind Sechster. Das ist so schlecht nicht. Für meine Verhältnisse hier in der Arena. Ich bin sowieso... Geistig bin ich mich schon lange wieder am Vorbereiten auf die kommenden Rennen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Sogar könnte mich nochmal Rams, darfst du nicht bei PUBG mitspielen. Ich packe jetzt die ganz fiesen Sachen aus. Schön, Arnie noch einen Punkt geschenkt. Das ist okay, den gönne ich Arnie. Da war irgendwo, war da mitten im Dienst drin, war da noch der Bigo. Da unten ist er. Oh. Gefährlich am Rand vorbei. Ui, da kommen sie wieder im Duett. Oh, der Arnie. 5 Sekunden, das wird nichts mehr mit Arnie. Ja gut, 6 zerstört ist für meine Verhältnisse gar nicht schlecht in der Arena. Da bin ich eigentlich zufrieden. Argent auf seinem Gerät. Ja, das ist tatsächlich irgendwie ein Gerät, was der Argent hat. Gewonnen hat, oh, schau an, der Herr Bigo, Gratulation mit 11:6 Demolierquote, das ist stark. Force Pity, Marflo, Carinthia, Rohan, Andy, der Heisi auf der 7, dahinter Nico 3, Garak, Luciandra, Hugo und den Rest habe ich nicht gesehen. Gratuliere Simon, stark gemacht in dem Fall. Ich glaube, der Simon steht auch auf die Arenen tatsächlich. Ich eigentlich soweit auch, aber ja, ich fahre auch gern die Rennen, wenn sie cool sind. So schlecht war ich noch nie, nur einen erwischt. Ich kenn's. Oh, wisst ihr, was der Hammer ist? Das ist echt nicht wahr. Mein Renderprogramm ist abgestürzt. Und das irgendwie 10 Minuten, bevor es fertig war. Ach, das ist doch eine dumme Erfindung. Gibt's doch echt nicht. Weil das müsste einfach weiterrennen. Das kann doch dem egal sein, wenn ich ein Spiel starte. Naja, gut. Dann rendern wir das halt nachher nochmal. Ich habe ja nichts anderes zu tun. So, wird mal Zeit für die Dusche. In 3 Wochen bin ich dann nochmal eine Woche in Deutschland. Da fahre ich auch mal wieder mit. Oh, das freut mich, Herr Bautz. Dann duschen Sie schön. Und dann freue ich mich auf in 3 Wochen, wenn der Herr Bautz auch mal wieder unterwegs ist. Hier bei uns. Und da wünsche ich dir natürlich schöne Ferien, falls du jetzt weg bist. So, Dragslayer haben wir wieder. Sehr gut. In New Wales war das, genau. Argent fährt mit einem Bumpercar. Das Teil ist echt geil. Ah, das ist ein Bumpercar, okay. Ja, aber das ist da irgendwie kaputt. Nicht kaputt, aber das geht halt schnell kaputt. Einmal irgendwie berühren und dann fällt das Ding auseinander. Du erwischst ihn halt fast nicht, weil er halt schnell ist und klein. Das ist natürlich der Vorteil. Aber ich würde mich auf dem Teil nicht wohlfühlen. Nicht, wenn überall die großen Autos rumfahren. Nee. Definitiv nicht. So, Dragslayer haben wir. Vielen Dank. Gerne, Urbaut. Oder Baut. Bleiben wir doch beim Namen Baut. Das ist halt der Twitch-Name von Herrn Bautz. Ein Urgestein in der Heisenberg-Zockt-Geschichte, der Herr Bautz, tatsächlich. So, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Möchte hier natürlich auch wieder eine halbwegs gute Leistung haben.
wäre mir ein Anliegen. Ah, Hellreiter, schubsen Sie wieder anders. Gibt's doch nicht. Schubst doch mal den Vigo. Oh, hier ist natürlich Körperkontakt. Hässlich. Und die Strecke neu. Also sowas von Bilderbuch neu. Sowas von aus dem Bilderbuch neu gemacht. Wahrscheinlich wieder von Luciano. Der macht die ganze Woche nichts anderes. Nein. Außer wahrscheinlich neue Strecken basteln für Donnerstag. So, jetzt bessert es ein bisschen. Fiese Kurven. Und dann stehen sie einem wieder im Weg. Ich wäre eigentlich dran vorbeigekommen, wenn der mir jetzt nicht den Weg blockiert hätte. Aber sagen wir mal so, das ist natürlich auch nicht verboten. Archent, wohin des Wegs? Ui, über Andi rüber. Cool. So, den Andi überflogen. Oh, ich kann hier nichts machen. Ja, der Andi knallt den Stein an, ich konnte nichts machen. Ich war da zwischen beiden drin gefangen. Schon wieder. Dann lass doch mal den Hals in Ruhe. Nicht immer irgendwie ein Sandwich nehmen. Ich mag nicht ein Sandwich genommen. Ich habe Hunger, merke ich gerade. Wenn ich irgendwie von Sandwich rede. Kriege ich Hunger. Sag mal. Fünfter. Kann man machen. Nein, nicht Reifen. Ach, come on. Das ist ja wohl nicht zu glauben, dass diese Reifen dann da liegen bleiben. Haben sie die festgetackert? Unbewegliche Reifen. Wo gibt's denn sowas? Oh, Rohan ist auch schnell. Die sind alle irgendwie gerade schnell. Kann es sein, dass bei mir was kaputt ist? Ja, aber nur hinten. Das sollte eigentlich egal sein. So, volle Pulle. Dritte von 7 Runden. Da kriege ich nochmal einen Schubs, aber das hat, glaube ich, ihm fast mehr geschadet als mir. Archent schon wieder auf sowas Kleines. Ich glaube, der Archent steht auf kleine Sachen, mit denen er rumfährt. Oh, nicht Arnie. Ach, come on, jetzt Arnie nutzt wieder irgendwie, wenn ich mal die Kurve nicht erwische. Den holen wir uns. Oder auch nicht. Die sind schnell da vorn. Und ich werde mit der Strecke irgendwie nicht so richtig warm, merke ich gerade. Das ist mir zu viel Sand. Hier haben wir halt irgendwie gar nie Asphalt. Und ich fahre lieber auf Asphalt, da kann ich schöner irgendwie sliden. Ja, aber ja genau. Die Strecke von Monza von Formel 1 hier für Rackfest. Dann scheide ich freiwillig aus. DNF vorm Start. Den vierten Reifen nicht gefunden oder irgendeine Ausrede erfinden. Ich komme hier wieder nicht mehr ran. Come on, gibt's doch nicht. Sechster, jetzt bin ich, mittlerweile bin ich enttäuscht, wenn ich bloß auf Rang 6 bin. Da seht ihr mal, wie die Ansprüche steigen. Kaum hat man hier mal was Schlaues hingekriegt, ein bisschen. Ich muss sagen, wenn wir dann in der Formel 1 Dingens haben, Monza, dann bin ich wahrscheinlich krank. Dann streamt mein Zwillingsbruder. Nein, aber das, auf das freue ich mich tatsächlich gar nicht. Also das wird mir dann ein bisschen den Sonntag verderben, wenn diese blöde Monza-Strecke dann kommt. Das ist wirklich die einzige doofe Strecke bei Formel 1. Alle anderen Strecken sind cool. Jetzt am Sonntag haben wir Holland. Wenn ich mich nicht komplett täusche, ist das auch eine völlig geniale Strecke. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Achterbahn, wenn ich mich nicht täusche. Dachte ich zumindest. Nein, Carinthia. Nein, nicht mit gelben Autos. Nee, nee. Das ist hier. Jo, und tschüss. Zu schnell in die Kurve gefahren. Und jetzt wäre es mal Zeit, dass wir den Herrn Archent hier noch einholen. Das ist halt, also irgendwie Sechster ist halt schon irgendwie. Das ist gar nicht mehr, was mir gefällt. Oh, naja, fährt gut, man sieht's. Was ist mit Tante Harry? Der fährt nicht. Der hat kein Wreckfest, das wüsste ich. Vigo schon wieder auf der 1. Der da auch heimlich geübt. Jetzt dachte ich, dass er die ganze Zeit am PUBG spielen. Und dabei übt er wahrscheinlich Rackfest die ganze Zeit. Oh, come on. Nicht so einen komischen Hüpfer. Gratulation an Simon Vigo. Stark. Zweiter Sieg. Und ich habe hier einen bösen Infight mit der Archent. Ja, jetzt hier.
Nee, nee, komm, hier ist das Ziel. Jawohl. Haha. Den Arsch schön nochmal am Schluss verdrängt. Fünfter geworden, sehr gut. Was ist mit Tante Harry? Achso, ob der weiter streamt, ja, das könnte man eventuell machen. Bigo, Gratulation nochmal vor Spippi. Arni auf der 3 stark, dann Lucianda auf der 4 auch stark, Kaiser auf der 5, auf der 6 Archent, dann Carinthia, Hellreiter auf der 7, ist ein bisschen außer Übung. Der Hugo auf der 8, dann Nico 3, Garakan, die Börner, Rohan, Austria, Maflo und Golden Gun auf der 16. Irgendwann spiele ich auch mit, aber ich weiß nicht wann. Ja, mach MVG, wenn du willst. Das Spiel kostet auch nicht mehr viel. Ich weiß nicht, was es kostet. Ich glaube, bei Moga um die 20. Bei Steam um die... Ja, auch nicht viel mehr. Ein bisschen mehr vielleicht. So. Wir haben ein Rennen und das sieht nach Asphalt aus. Das würde mich freuen, wenn das Asphalt wäre. Ja, da bleibe ich bei dem. Motor City Circuit. Ist das nicht wieder das gleiche wie das andere davor? Einfach irgendwie... andere Streckenführung wahrscheinlich. Andi hat beendet. Keine Lust mehr, Andi. Die Frage wahrscheinlich schon wieder auch mit PUBG. Ich wäre besser golfen gegangen, schreibt der Golden Gun. Aha, ein Golfer. Ja, läuft's nicht so? Kann ich bei mir tatsächlich behaupten. Ich bin eigentlich zufrieden. Weil wenn Tante Harry gewinnt, kann ich auch mal auf Nein setzen. Der ja Butor schon blau. Hohe Flecke vom verprügelt werden der heiße Punkte. Was? Oh Gott, das war wieder kompliziert. Der Map Inspector ist wieder drin. Okay. Was ist denn mit dem Andi? Oder das Spiel abgestürzt? Das könnte ja auch sein. Also es geht mir eher darum, wegen ob wir warten sollen. Aber wahrscheinlich nicht. Nehme ich an. Nicht warten. Wo ist mein Tüchli? Ah. Mit Perwoll gewaschen. Nee, keine Ahnung, aber. Ach, Frühling. Einfach schön. Frisch gewaschene Wäsche. Wenn Tante Harry F1 spielt, spielt er nicht. Klicke ich nicht dauernd auf Ja, sondern auf Nein bei Monster. Ach so, okay. Nee, der spielt ja kein Dingens. Antis rauchen. Danke für die Info, Rohan. Okay, alles klar. Dann verpasst aber ein Rennen. Ja gut, das können wir nicht ändern. Ich bin bereit, jawohl. So, ja, Tante Harry ist kein Formel-1-Fahrer, definitiv nicht. Das gefällt ihm nicht. Das, er ist auch kein Simulationsfreak in dem Sinne. Bin ich eigentlich schon eher. Nicht starten. Warum bin ich jetzt so weit hinten, sag mal. Na gut, das ist in der ersten Kurve eigentlich okay. Kann man machen. Nein, nicht schubsen. Das ist wieder irgendein Gelber, der mich schubst. Immer diese Gelben. Ich behaupte mal, ich müsste hier wieder eine bessere Platzierung haben. Einfach weil es tatsächlich eine Asphaltstrecke ist. Oh, okay, die Kurve muss ich mir merken. Die ist ja... Was ist das denn für eine miese Kurve? Aber die Strecke haben wir jetzt echt noch nie gehabt. Also wir hatten noch nie eine Strecke mit so einer fiesen Kurve, oder schon? Verdränge ich das denn alles immer wieder? Ich weiß es nicht. Merkwürdig. So, irgendwie, es müsste... Ich wollte gerade sagen, es müsste irgendwie eine Markierung geben für diese Killerkurve da vorne. Die kann ich mir doch nicht merken, wenn ich die Strecke nicht kenne. Ja, ich wäre wieder auf der 2. Gefällt mir doch schon wieder sehr gut. Wen haben wir denn vorne? Den Rohan. Aha. Ja, das ist die Killerkurve. Jawohl, oder sowas ähnliches. Ne, das hier vorne ist, glaube ich, die Killerkurve. Ne, auch noch nicht. Ui, harter Fight hier. Oh, oh nö. Oh, come on, was ist das denn? Oh, jetzt wird aber aufgeräumt von hinten. Heiliges bisschen, da kommen die jungen Chaoten. Die Strecke gibt's? Ne, ne, die gibt's eben nicht. Ne, ne. Ja, irgendwie eben, aber anders aufgezäumt die Strecke halt. So, jetzt bin ich hinter Carinthia. Das war jetzt wieder interessant. Von hinten alles abgeschossen, dann sind sie wieder weg. Boah, im Ernst jetzt, Kollege. Heiliges bisschen. Ja, jetzt bin ich dann gleich im Eimer. Okay, er schiebt noch ein bisschen.
Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht DNF bin. Aber das war natürlich auch mies da in der Kurve drin. Oh, ja, kritischer Schaden. Schade, jetzt verliere ich alles. Aber das hat mit diesem idiotischen Angriff zu tun, der da auf mich stattfand, sage ich mal. Auch im Bereich der Regeln okay, aber sonst irgendwie weiß auch nicht. Bin ich kein Freund von. Aber eben, es hat halt im Rennen stattgefunden. Also, oh nein, 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 das ist mein Ende. Ui, ui, ui. Wie viele Runden haben wir denn noch? Mein Gott, 2 von 4 Runden und ich bin praktisch... Ich brenne. Hilfe? Du sollst nicht brennen, stand im Dingens. Oh. Oh nein, ja. Es war fast klar. Okay. Ja genau, also die jungen Chaoten können, glaube ich, nicht Arena von Rennstrecke unterscheiden. Ja, also ich muss sagen, das, was jetzt der andere gemacht hat, grenzwertig. Eben, es war halt im Zuge des Rennens. Also sprich, er hat in der Kurve mich halt irgendwie dann noch rausgeballert, aber ja, schwierig. Die Strecke gab ich schon nur andersherum gefahren. Ach, okay. Woher weißt du das, Gale? Kannst du dir das so gut merken? Das kann ich tatsächlich nicht. Wie wechsle ich denn hier gleich nochmal den Fahrer? Ne, Spielernamen vergeben möchte ich nicht. Aha. Da haben wir den Vigo. Kämpft mit Lucy. Oh, Lucy ist aber auch fast raus. Da fehlt auch nicht mehr viel. Garak. Ist der Arnie noch drin? Ist Arnie auch raus? Arnie hat es auch rausgebrettert. Ja, dann bleiben wir doch mal ein Momentchen beim Herrn Vigo. Oder wen haben wir denn vorn? Lucy. Ach, Lucy ist auf der 1. Oh, guck mal, mit dem bisschen Auto, was er da noch hat. Das ist ja gefährlich. Na, wenn Lucy auf der 1 ist, dann ist ja Vigo im Prinzip schon fast überrundet da in dem Fall. Aber cool, mich würde es freuen, wenn Lucy mal 1 gewinnt. Weil Lucy ist auch nicht jemand, der jetzt im Laufmeterrennen gewinnt. Und das hat er sich dicke verdient. Wie wäre denn Assetto Corsa Competition oder Forza Motorsport 7 was für dich, wenn du Rennsimulationen sehr magst? Ja, aber nicht Szene. Also ich habe ja eine Rennsimulation mit Formel 1. Weiß auch nicht, ich bin nicht jemand, der jetzt die ganze Zeit Rennspiele fahren muss. Gar nicht. Ich mag im Prinzip, muss ich gestehen, am liebsten habe ich Aufbaustrategie-Spiele. Muss ich wirklich sagen. Ego-Shooter mag ich, ich mag Rennspiele. Aber genauso wenig, wie ich jetzt irgendwie die ganze Zeit Ego-Shooter spielen müsste, müsste ich jetzt mich hier irgendwie auf Rennspiele konzentrieren. Ich finde das mit Wreckfest im Stream cool und ich finde es cool, Formel 1 am Sonntag macht riesen Spaß. Außer die Reifen sind Käse. Aber sonst... Demoliert, ja, ich auch. So, sag mal, wie weit ist das denn noch? Luciandra, echt mit einem Hauch hat er noch. Die Räder eiern, alles eiert. Gibt's ja nicht. Der Fahrer ist zerquetscht, wenn man es genau guckt. Er ist genau noch 10 cm breit. Oh nö, jetzt. Oh, Lucy, ach nö. Ach, Luciandra, nee. Jetzt ist der Nico vorn. Stimmt das? Ja, jetzt müsste der Nico vorn sein. Stimmt das hier überhaupt mit den Platzierungen? Ja. Arnie schreibt auch gerade, die Neuen sollen sich an die Regeln halten. Ja, sagen wir mal so, ich beobachte das mal noch ein bisschen, wie die fahren. Das hatten wir lange nicht mehr. Ja, im Prinzip ist das halbe Feld demoliert. Das gab es tatsächlich schon lange nicht mehr. Da ist jetzt ein bisschen die Frage, womit hat das zu tun? Die Strecke ist sicher nicht ohne, aber... Ui, ja, da sieht man, der Nico auch nochmal frontal in die Wand rein. Haben wir jetzt noch 2, die noch leben? Das gibt's ja wohl nicht. Der Nico und der Austria. Tatsächlich. Ja, es gibt irgendwie ein paar sehr ambitionierte, finde ich nicht mehr schön, kann ich nur zustimmen. Ja, ich sehe es ähnlich, Michael, tatsächlich. Ich werde mir das überlegen, was wir da machen. Weil jetzt haben wir sowieso wieder Arena, jetzt macht es keinen Sinn mehr, da groß was zu ändern. Bei mir hat auch nicht gefallen, wie ich da rausgedrängt wurde, aber ich behaupte trotzdem nochmal, es war eigentlich okay. Das ist halt Wreckfest. Aber man könnte es ein bisschen harmloser machen. Aber da muss man halt wieder sagen, ja, es ist halt Wreckfest. Also muss man das harmloser machen? Ich weiß es auch nicht. Also, ich habe, glaube ich, wir haben jetzt, ein Rennen? Eine Arena? Jetzt haben wir die Arena. Stimmt das? Oder habe ich gerade Käse erzählt? Wir hatten noch jetzt 2 Rennen. Im letzten wurde ich irgendwie 10. oder sowas.
Ich muss mal gucken, was der Lucy macht. Der Lucy weiß, was als nächstes kommt. Da habe ich Glück gehabt. Weil ich wechsle noch nicht. So, eigentlich müssen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, müssen jetzt die Gruppen kommen. Aber das muss man natürlich erst einstellen. Also das geht ein Momentchen. Das ist klar. Die Strecke ist schon sehr fies. Da kann man auch einfach durch Fahrfehler ausschalten. Ich glaube auch, Gelle. Also mir hat natürlich, also mir hat das Genick gebrochen, tatsächlich dieser Schubser, wo ich da in die Bande rein bin. Aber man kann das Ding wahrscheinlich wirklich auch mit Fahrfehlern einfach kaputt bringen. Lass mich mal schnell gucken. Der ist halt leichter. Der ist halt schon schwer. Oh, der ist halt massiv schwer. Ich nehme den nochmal. Ich bin mit dem eigentlich zufrieden. Eigentlich. Wo bin ich denn da in der Liste? Man reiche mir die Liste. Grand Duke. Passt. Gut, wir sind blau. Für alle, die neu sind, ihr rammt bitte die Gegengruppe. Also wenn ihr blau seid, müsst ihr die roten rammen. Alles andere ist Blödsinn. Wir haben noch Austria blau, dann haben wir Golden Gun blau, den Map Inspector, Nico 3, Arnis blau, das heißt wir sind befreundet, der Carinthia ist blau, der Carinthia sage ich schon, vor lauter Verzweiflung und Angst habend, dass ich Carinthia wieder zum Mädchen mache. Und Luciandra ist blau, das freut mich schon mal. Gut. Archent holt ein Gerät. Ja, der fährt ja wieder mit Gerät, wo ist er denn? Mit dem Stepvan. Ne, jetzt hat er irgendwie was Größeres. Also Stepvan klingt schon ein bisschen aggressiver als Rasenmäher. Wobei es war ja kein Rasenmäher, hat er gesagt. Eigentlich. Gut. Allora. Sören, ja, ist okay. Solange alles halbwegs im Rahmen ist, aggressiv fahren ist okay. Es ist Rackfest, ist schon klar. Was wir halt nicht mögen, ist, wenn du zum Beispiel jemanden drehst, obwohl das nicht nötig ist. Weißt du, wie ich meine? Oder möglichst aggressiv in den rein düst. Das ist der Punkt. Sonst, dass man einen dreht, wenn man um die Position kämpft, das ist Rackfest. Das ist völlig okay. Das soll bitte keiner reklamieren. Das macht man. Aber es geht ein bisschen um die Art und Weise. Also wenn du eben auch einfach innen durchfahren könntest und den überholen, musst du nicht unbedingt volle Kanne in den rein. Weil das kannst du in der Arena machen. Dafür haben wir die Arenen. Aber das, ich möchte jetzt nicht auf Sören rumhacken. Das geht nicht nur um Sören. Also von daher, aber dass man aggressiv fährt, finde ich, ist normal. Es ist Wreckfest. Arni, du fehlst. Wo? Der Arni ist doch da. Ist ja blau. Sören habe ich auch aktiv rausgedrängt, aber ich habe ihn mir mal zur Brust genommen, schreibt der Michael. Ja, das kann nicht schaden. So, wir sind blau. Wir rammen alles Rote. Wo haben wir die Roten? Nirgends, doch hier. So, mal gucken. Das letzte Mal habe ich tatsächlich zum ersten Mal seit langem wieder sozusagen die Gruppe verloren. Normalerweise gewinne ich sie, obwohl ich dafür nichts tue. Ich fahre halt ein bisschen in der Gegend rum. Sonntagsfahrerausflug. Batz, jawohl, sehr schön. Das war ein roter. Der Archent, den schmeißen wir mal um. Nochmal. Oh, hab da gesehen, wieder so ein Zipfel. Gibt's doch nicht. Oh, da war ich da aus. Wie fies war das denn? Den hätte ich mir glatt auch noch mal kurz zur Brust genommen, wie der Michael so schön gesagt hat. Jawohl. Der ist rot. Den können wir hier drangsalieren. Jawohl, schups. Ja, schade, fast. Oh, Andi. Nein. Oh, nö. Nicht mit dem Teil, mich gegen die Wand. Das tut doch weh. Die letzte Arena ist immer organisiertes Chaos. Ja, das trifft tatsächlich relativ gut. Ist natürlich Chaos. Ui, aber es ist dahingehend eben organisiert, dass du nicht einfach blindlings jemanden rammen kannst und dass du ein bisschen drauf achten musst, wen du da erwischst. Das finde ich eben schon noch reizvoll. Auch nicht kaputt gekriegt. Schöner Käse. Den habe ich kaputt gekriegt. Das ist schon mal schön. Der Herr Bigo ist ja auch rot. Ich denke, mit dem Simon werden wir heute noch ein Täter-Tät haben, ein kleines. Wenn er auch rot ist. Das tat weh, so mit der Ecke da rein. Da wäre er gewesen, der Bigo, leider dran vorbei. Ja, jetzt bin ich dann gleich fällig, so wie es aussieht. Ich wollte eigentlich den Hintern. Das hat ja wieder hervorragend geklappt. Sag mal, Simon. Machst du das mit Absicht? Oi, okay, das war ein Punkt für ihn.
So, die roten führen, das ist natürlich Käse. Also die blauen bitte Gas geben. Reißt euch mal ein bisschen zusammen. Inklusive dem Herr Eisenberg, der reist mit. Zusammen. Sehe ich. Hoffe ich. Nein, nein, Freund, da. Jo, einmal schön drehen. Den nochmal. Wir müssen ein bisschen demolieren. Weil die Roten führen immer noch. Oh, sorry Lucy. Ich wollte den gleichen Rahmen. Du hast ihn weggeschubst. Auch nochmal schön. Oh, weniger schön. Also eigentlich schon schön, aber für mich natürlich nicht schön. Oh, oh, mir fällt gerade ein, ich habe noch ein Eis. Also irgendwie, das war ja gerade ein Eiswagen. Ich habe doch noch ein Eis im Kühlschrank. Nicht für jetzt, aber für später so ein Eis. Mal gucken. Ui, Abflug von Hugo. Okay, ich bin demoliert. Du bist ja auch der Boss, du darfst auch mal nichts machen, trotzdem gewinnen. Das ist sehr nett von dir, Daniel. Dankeschön. Ja, ein bisschen was war ich ja schon, aber in der Regel bin ich, sagen wir mal so, ich bin nicht der Ausschlag dafür, dass wir die Gruppe gewinnen. Schon wieder Bigo, diesmal auf der anderen Seite durch. Ja, das ist der zweite, den ich da doch noch erwischt habe. Eis hatte ich heute auch, das ist schön, gell? Klingt gut. Draußen an der Sonne hoffe ich. Ich muss meins, wenn ich meins noch esse, ist es natürlich schon dunkel. Wobei es dunkel, dann könnte ich mir auch noch ein Bierchen gönnen. Entschuldigung, Herr Reiter. Jawohl, das war der dritte. Aber jetzt muss ich so nachher das Ding da nochmal ändern. Ah. Gut, das, da muss ich natürlich nichts machen, das macht der PC. Aber dann ist der PC halt blockiert in dem Sinne. Das stört mich gerade ein bisschen. Und alles zweimal ändern ist natürlich auch Mumpitz. Oh, wie die alle verfliegen, wenn man sie ein bisschen berührt hier mit dieser Monsterkarre. Oh, das wäre ein roter gewesen. Das habe ich zu spät gesehen. Zum Nachtisch, auch schön. Ach, auch bei dir zu Hause. Ja, Hauptsache ein Eis. Eis ist schon cool. Nein, 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 drehen. Vor allem im Sommer. Aber ich kann sogar im Winter eigentlich Eis essen. Kein Problem. Geht auch. Zum Nachtisch sowieso. Oh. Ah, kriege ich nicht. Schade, wäre fertig gewesen. Hat die großen Kreuz drauf. Für Heisi. Ja, rot ist immer noch vorn. Liebe Blaue, gebt ein bisschen Gas, reißt euch zusammen, volle Pulle, keine Gnade. Ach, der ist schon kaputt. Ja, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ja, da komme ich auch nicht mehr ran. Der ist blau. Ach, der war rot, der Hugo. Nö, so nicht. Ja, ein Streifschuss. Kann auch böse Folgen haben. Oh, jetzt kommen sie zu zweit. Ja, da habe ich nicht viel Chance gehabt. Okay. 2,8 da. Oh Gott, die Roten sind weit voraus. Können die Blauen sich mal ein bisschen zusammenreißen hier? Gibt's da nicht. Andi. Jawohl, hat man nochmal einen Kill beschert. Schnell weg. Ah, der Bigo. Da haben wir das Tete-a-Tete. Guck mal. Davon habe ich gesprochen vorher. Andi ist wieder heile. Ja, da komme ich so nicht ran. Aber den kriege ich nochmal. Und da kommt der Speedbee mit mehr Tempo. Das heißt, er hat natürlich eine andere Gewalt gehabt. Weg, weg, weg. Da wird geklatscht. Also da musst du aber schon einen an der Waffel haben, wenn du da an der Bahn stehst. Wenn hier die Autos so rumfliegen und die Mauerstücke kommen entgegen. Also oder du hängst nicht sehr an deinem Leben, das könnte ja auch sein. Bigo, salut. Ich muss mal durch, deswegen. Jetzt rammen sie nicht. Oh, jetzt, ja, die Blauen holen auf, sehr gut. Die Roten, die bleiben jetzt mal stehen. Also das steht in den Regeln so. So, die bleiben stehen und warten, bis sie erledigt werden. Ich habe irgendwo das Regelbuch. Weiß noch nicht mehr wo. Ja, gut rausgewindet, dass ich hier gleich wieder auf die Straße komme. Jetzt bin ich wieder demoliert. Schade. Aber jetzt sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Ach, jetzt ziehen sie wieder davon, die Roten. Ach, come on. Vorher war fast Gleichstand. 3 Minuten haben wir noch.
Das ist aber, wenn der Archie nicht mehr auf seinem Rasenmäher unterwegs ist, ich erkenne ihn gar nicht. Na, fast. Nein, oh, erwischt mich. Er erwischt mich tatsächlich noch. 2,30. Rohan, nochmal eins mitgeben. Wer kommt da? Der Argent. Ja, auch nochmal erwischt. Ach, Argent ist der Kollege mit dem Eiswagen. Deswegen habe ich Lust auf Eis bekommen. Herr Bigo! Hallo! Und der Herr Garak, hallo! Ja, dann drehen wir. Oh, okay, der kam mit ordentlich Pfeffer daher. Jawohl, da kommen ein paar mit ordentlich Pfeffer daher. Viele Autos ist da nicht mehr übrig geblieben. Ja, Blaue, gib Gas, wir holen auf, wir holen auf, wir sind nah dran. Okay, aber nicht, wenn ich so Käse mache. Respawn, respawn. Achso, ich lebe ja noch. Ah, nix respawn. 15. Oh, wir führen, wir führen. Blaue, gib Gas, gib Gas. Wir sind dicht dran, das Ding doch noch zu gewinnen. So, wo sind die Roten? Wo sind sie denn? Da ist doch ein Bigo, ich sehe ihn doch. Ich erwische ihn nicht richtig. Ja, ich ramme alles ein bisschen seitlich. Okay, das hat nicht geklappt. Weil wenn ich seitlich ramme, gehe ich nicht kaputt. Aber jetzt kann ich nochmal mit einer richtigen, vernünftigen Karre. Den lasse ich, das baut gerade. Das wäre irgendwie fies, weiß auch nicht. Da, aber der spawnt nicht. Oh, nein, nicht in die Mauer. Heiliges Radieschen. Ehrlich, das gibt's doch nicht. Bigo, Simon. Nein, falsch. Alles Käse. Was mache ich denn? Das war jetzt tatsächlich die Chance da nochmal. Blaue, gebt Gas. Wir sind fast dran. Da fehlt nicht viel. Wir haben noch eine Minute. Last minute. One minute to go. Böhm. Da. Sorry, Nico. Ich müsste hier... Oh, jetzt macht der ein Dingens, ein Despawn. Ei, es ist aber wirklich eine knappe Kiste. Also so knapp war es schon lange nicht mehr. Habe ich den Hintern erwischt? Ich hoffe mal, ja. Den wollte ich eigentlich haben. Simon, nochmal ein Knutschfleck. Wie ist die Karre aufstellt. Ich nehme den mal mit. Ich mag den. So, jetzt lasse ich ihn wieder los und fahre wieder hinterher. Ja, das geht so nicht. Schade, das war ein Blauer. Entschuldigung. Nein, das ist nochmal ein Blauer. Oh, ich wollte doch den anderen haben. 14 Sekunden. Oh, 20 Punkte. Blau, macht doch 20 Punkte. Macht sie jetzt. Wenn es die letzten sind in eurem Leben. Ja, das da reicht nicht mehr. Ah, schade, schade, schade. Aber knapp. Wir waren mal über 100 Punkte, glaube ich, zurück. Und jetzt haben wir uns da nochmal rangearbeitet. Ich wurde 7. Carinthia hat gewonnen. Eigentlich die Einzelwertung zählt aber nicht, sondern 601 für Blau, 620 für Rot. Somit haben die Roten gewonnen. Herzliche Gratulation, war aber eine knappe Kiste, würde ich sagen. Ewig knapp. Und vor allem, es war dann wirklich, wir waren mit Blau teilweise sogar noch ein bisschen vorn. Für ein Momentchen. Hat dann aber doch nicht wollen reichen. Reichen tun. Musik? Jawohl, Musik passt. Gut, gehen wir hier raus. Hier muss ich ja nicht... Ne, hier ist mit der Kamera nichts. Das ist ja tatsächlich nur bei Formel 1, dass man den Effekt hat, dass ich dann irgendwie komischerweise komplett asynchron werde. Glückwunsch an Rot. Ja, das würde ich natürlich auch noch sagen. Da habe ich das gar nicht gesagt. Vor lauter Frust, dass wir nicht gewonnen haben, habe ich jetzt den Roten gar nicht gratuliert. Das ist ja beschämend. Herr Heisenberg, schämen Sie sich. Nein. Es ist gar nicht abgestürzt, mein Render-Dingens. Das ist ja genial. Warum leuchtet es denn gelb? Normalerweise leuchtet das gelb, wenn es abgestürzt ist. Jetzt leuchtet es gelb vor lauter Fröhlichkeit, dass es nicht abgestürzt ist. Na, das ist ja auch schön. Gut, also, dann lieben Dank einmal mehr an den Lucy fürs Hosten. Wie immer einfach tadellos, perfekt. Ich fand es einen relativ schönen Abend dahingehend. Die Rennen haben da alle Spaß gemacht. Ich hatte auch schon Abende, wo mir gewisse Rennen nicht Spaß gemacht haben. Die fand ich tatsächlich jetzt alle irgendwie cool. Den nächsten Stream, nee, danke natürlich noch an die Moderatoren, an den lieben Daniel vor allem primär. Und euch fürs Zusehen natürlich, allen, die mitgefahren sind, fürs Mitfahren. Den nächsten Stream, den gibt es, wenn alles klappt, am Freitag auf YouTube. Das wäre Transport Fever 2 mit Update. Dann haben wir am Samstag PUBG und am Sonntag Formel 1. Es ist also einiges los. Dann bleibt mir noch, euch einen schönen Abend zu wünschen. Macht noch was Schönes. Ja, und nicht mehr zu streng in dem Sinne. Schönen Abend noch. Bye, bye, tschüss.